Taktgeber der Debatte. Das Thema bei Sandra Maischberger. Tabupartei AfD, Deutschland auf dem Weg nach rechts? Unsere Gäste. Frauke Petri, die Vorsitzende der AfD, sagt über ihre Partei, wir sind nie rechtsextrem gewesen. Hans-Olaf Henkel, der Mitbegründer der AfD, nennt die Partei heute eine NPD im Schafspelz und sagt, ich habe geholfen, ein Monster zu erschaffen. Ralf Stegner, der stellvertretende SPD-Chef, hält die AfD für einen Feind der Demokratie und will sie vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Roger Köppel, der Chefredakteur der Schweizer Weltwoche, sagt, wer die AfD verteufelt, der schürt den Extremismus. Jakob Augstein, der Publizist, meint, die Rechten von der AfD lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Und Meinungsforscher Reinhard Schlinkert. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, wir reden mit der AfD, auch wenn, Herr Augstein, wenn ich Sie richtig verstehe, da so viele Lügen kommen. Ja, soll man die denn gar nicht einladen, Ihrer Meinung nach, wenn die Lügner sind? Doch, natürlich, sie sollen sie einladen und dann sollen sie sich selber entlarven. Das ist halt in der Demokratie so. Auch diejenigen, die die liberale Demokratie untergraben und letztlich zerstören wollen, müssen halt in die Arena. Und insofern finde ich die Entscheidung der Politiker, sich nicht der AfD zu stellen, falsch. Inwiefern falsch? Ne, hab ich ja eben, feige gesagt, oder ist das? Feigeweise, nein, dahinter steht natürlich die Idee, hat ja die rheinland-pfälzische SPD auch gesagt, Talkshows haben die AfD groß gemacht, nicht? Und deshalb wollen wir nicht noch mehr mediales Tableau da bieten. Aber das ist natürlich Unsinn, weil die AfD ist nicht durch die Talkshows groß geworden, sondern durch einen Rechtsruck in der Gesellschaft. Und dem müssen wir uns stellen, den können wir nicht unter den Teppich kehren. Aber Frau Dreyer, SPD, Ministerpräsidentin, Herr Stegner, möchte das eben nicht. Sie möchte in dieser Spitzendebatte nicht mit der AfD diskutieren. Ist das undemokratisch eigentlich? Sie macht ja ein Spitzenduell mit Frau Klöckner und es gibt eine Runde der Parteien, wo der Parteivorsitzende teilnehmen wird. Ich habe Verständnis dafür, dass Frau Klöckner nicht diskutieren möchte über die Zukunft des Landes mit jemandem, der für Rassismus und gegen Flüchtlinge eintritt. Frau Klöckner, Sie meinen Frau Dreyer? Das ist Frau Dreyer. Die diskutiert mit Frau Klöckner, aber nicht mit der AfD. Dafür habe ich alles Verständnis. Ich persönlich halte es so, dass ich mich direkt auseinandersetze. Aber in der Tat, man muss die Leute von der AfD stellen in diesen Sendungen. Und die warum geben macht sich das ja dann Frau Dreyer nicht? Also warum kann die SPD dann nicht der eigene Ministerpräsidentin sagen, stellen Sie lieber diese Ich finde, das muss Kraft? Man auch individuell entscheiden. Mein Parteivorsitzender Sigmar Gabriel diskutiert auch mit AfD-Leuten, aber guckt sich das an, wenn da welche dabei sind, die zum Beispiel sagen, Politiker sollte man eigentlich an die Wand stellen, dafür sollten wir die Todesstrafe einführen, was AfD-Vertreter sagen, mit so einem Irren setzt er sich auch nicht in der Sendung. Also ich finde, das kann man individuell entscheiden. Ich setze mich gerne auseinander, auch mit Rechtspopulisten, die müssen nämlich hart angenommen und entlarvt werden. Und wir haben ja heute Gelegenheit, in Ihrer Sendung das zu tun. Frau Petri, eigentlich können Sie sich bedanken bei Frau Dreyer und auch Herrn Kretschmann, denn überhaupt mit der Weigerung, sich mit AfD-Vertretern in diese Vorwahlsendungen zu setzen, haben Sie gepunktet. Also, ein Dankeschön an der Stelle. Naja, also die jetzigen Weigerungen, sich mit uns in Talkshows zu setzen, sind vielleicht das i-Tüpfelchen darauf. Wahlsendungen. Das ist nun gar kein Problem. Natürlich erkennt die Bevölkerung relativ leicht daran, dass man weiterhin den Diskurs scheut. Und deswegen haben wir gar keine Scheu zu diskutieren. Wir tun das aber schon wesentlich länger. Und wir tun das gerne auch bei anderen Gelegenheiten. Und ich freue mich über jeden anderen Politiker, der den Mut dazu auch hat. Und wir haben überhaupt kein Problem, unser Programm darzustellen, unsere Positionen zu erläutern. Also und dann wollen wir den Bürger entscheiden lassen. Naja, dass das Wahlkampfhilfe ungewollterweise der anderen Parteien ist, das erkennen wir an. Aber die hätten wir nicht gebraucht. Ich denke, die Entwicklung der AfD über die letzten 3 Jahre zeigt, dass wir eine aufstrebende Partei sind und dass wir die Probleme ansprechen, die andere Parteien viel zu lange verschwiegen haben. Herr Köppel, eine aufrechte Demokratin, Malu Dreyer oder eben Sigmar Gabriel, die einfach sagen, die stehen nicht auf dem Boden der Verfassung und mit denen reden wir nicht. Kann man das nicht auch so sehen? Ja gut, ich komme aus einem Land mit einer direkten Demokratie. Da müssen Sie sich, oder da heißt einfach Demokratie, alle sprechen mit allen über die Dinge, die uns betreffen. Das ist das Normalste in der Welt. Also ich habe schon gestaunt, als ich dann gesehen habe, wie da diese gestandenen Sozialdemokraten gesagt haben, mit diesen Schmuddelkindern da sprechen wir nicht. Das ist nicht besonders souverän und es ist auch gefährlich, weil die Stigmatisierung einer Partei, die Anliegen nach vorne bringt, zum Beispiel das riesige Unbehagen, das Sie heute nicht nur in Deutschland haben, aber auch in Deutschland, über diese Migrationspolitik, das müssen Sie doch in diese demokratische Arena bringen. Und wenn Sie sagen, die das bringen, das sind alles Rechtsextreme, das sind alles halbe Faschisten, dann schüren Sie den Rechtsextremismus, dann treiben Sie die Leute tatsächlich jenen Rattenfängen zu oder jenen Extremisten. Und deshalb finde ich es wirklich gefährlich, wenn man eine Partei wie eine AfD, wo ich nicht sagen kann, dass die Deutschland abschaffen will oder irgendwie die Verfassung über den Haufen werfen will, wenn Sie die derart ausgrenzen. Führen Sie denn den Rechtsextremismus? Das ist großer Unsinn, genauso wie es Unsinn ist, dass es Mut bedarf, um sich mit Ihnen auseinanderzusetzen. Dafür sind die Argumente so schwach. Aber das ist ja die Methode, sich hier hinzusetzen, ein freundliches Gesicht zu machen und so zu tun, als sei man eine normale Demokratie und eine normale Partei. Ihr Lebensgefährte, der Vorsitzende der NRW, AfD, der sagt, man muss auf Flüchtlinge an der Grenze schießen, zur Not. Und der Vizevorsitzende, Herr Gauland, sagt, fände er
richtig. So eine Partei führt unsere Partei, unser Land ins Unglück. Heute ist der Holocaust-Gedenktag. Da muss man den Sozialdemokraten wirklich nicht erklären, dass das Unglück von rechts kommt in Deutschland. Insofern, mit ihnen muss man sich auseinandersetzen, muss ihnen Paroli bieten. Aber eine normale Partei, Herr Köppel, ist das nicht. Das sind Demokratiefeinde. Wir wollen nicht, dass sie in Parlamente kommen. Und ihre Argumente sind so schlecht, dass es da zu wenig Intelligenz braucht. Genau, Herr Stegner, vielleicht sollten Sie mal zu Ende lesen und die Rechtslage kennen, dann würden Sie solche Unsinn nicht verbreiten. Wir haben Grenzen, die zu schützen sind. Das sagen inzwischen auch Mitglieder Ihrer Partei. Nur, dass sie dann zurückgepfiffen werden. Vielleicht sollten Sie den demokratischen Diskurs mit der SPD anfangen und dann führen wir ihn auf anderer Ebene weiter. Über das Schießen werden wir auf jeden Fall noch reden, Herr Henkel. Ist ja ein Dilemma der Demokratie ist ja, dass man immer sagt, man redet mit allen, die auf dem Boden der Verfassung stehen. Aber nicht mit denen, die das nicht tun, weil das sind ja die, die einen abschaffen wollen. Ist das denn so leicht zu erkennen bei einer neuen Kraft, wer dann da auf dem Boden steht und wer nicht? Naja, also das ist, ich habe das ja erfahren. Ich war ja mal in dieser Partei und habe mich sehr für diese Partei eingesetzt. Aber sie ist heute nicht mehr die Partei, in die ich damals eingetreten bin. Ist sie denn auf dem Boden der Verfassung Ihrer Meinung nach? Solange der Verfassungsschutz sie nicht beobachtet, beziehungsweise nichts Gegenteiliges feststellt, ist sie das. Mhm. Und ich kann mich all dieser Meinung hier anschließen, dass man mit diesen Leuten auch reden muss. Mhm. Aber eine Meinung kann ich nicht teilen, die Herr Augstein hier vorhin verbreitet hat. Nämlich? Dass ein Rechtsruck durch die deutsche Gesellschaft geht. Das stimmt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir erleben heute zwei ganz unterschiedliche Bewegungen. Wir erleben, dass Frau Merkel mit ihrer Politik dramatisch nach links rückt. Immer mehr in die Richtung SPD. Das kann man an all diesen wirtschaftspolitischen Entscheidungen erkennen. Sie bewegt sich in der Flüchtlingspolitik in Richtung Grüne. Ich kann sie da von Claudia Roth schon gar nicht mehr unterscheiden. Auf der anderen Seite bewegt sich die AfD dramatisch nach rechts. Und das kann man an vielen Dingen, Sie haben ja ein paar Beispiele genannt, ich will mich an dieser schmutzigen Wäsche hier gar nicht beteiligen, festmachen. Das heißt eigentlich, und da würde mich auch mal die Meinung des Meinungsforschers nachher interessieren, das heißt eigentlich, wenn die eine Seite nach links rückt und die andere Seite dramatisch nach rechts, dann tut sich ein riesiges Potenzial für die Mitte auf. Moment, lassen Sie mich das zu Ende sagen. Ich habe es ja auch ausreden lassen, Herr Augstein. Und dieses Potenzial wollen wir mit einer neuen Partei erschließen, der Alpha. Vielen Dank für die. Aber jetzt machen wir erst mal eins nach dem anderen und fragen tatsächlich einmal, Herr Augstein, wenn Sie das gestatten, wie rechts ist die AfD? Das wäre mein erstes Thema mit Ihnen, Herr Stegner. Die ist bei 10% in Umfragen. Umfragen sind Umfragen. Aber trotzdem einen zweistelligen Wert hätte niemand gedacht vor einem halben Jahr. Sie sagen, das sind ja durchweg Rassisten und Demokratiefeinde. Wer wählt denn also durchweg Rassisten und Demokratiefeinde? Schauen Sie, wir haben Umfragen, die haben was zu tun mit der Stimmung in diesem Land. Wir haben eine große Verunsicherung. Wir haben viele Menschen, die helfen den Flüchtlingen. Viele ehrenamtliche Helfer, das ist großartig. Wir haben viele Menschen, die Ängste haben, die verunsichert sind und die man auch anhören muss. Und wir haben solche, die die abholen mit einfachen Antworten, ihnen suggerieren, es gäbe da so einen Schalter, den dreht man um, dann wird alles gut. In Wirklichkeit betätigen sie sich eigentlich als Schmutzfänger, weil sie genau wissen, dass es so eine Möglichkeit gar nicht gibt. Sie suggerieren das aber. Und wenn dann die Wahlbeteiligung möglicherweise gering ist oder zu gering ist, dann kann so eine Partei in ein Parlament kommen, am Ende eine Regierungsbildung beeinflussen, die, wenn sie was zu sagen hätte, das Land ins Unglück stürzen würde. Denn eins ist doch völlig klar. Ernsthaft zu glauben, wir könnten die Grenzen schließen. Ernsthaft zu glauben, wir sollten hier Gewalt anwenden. Oder solche Sprüche zu machen. Den Leuten Sie denn zu sagen, die Demokratiefeindlichkeit und den Rassismus fest? Das würde ich gerne wissen. Das ist ja, finde ich, relativ einfach, wenn man zum Beispiel das, was ich gerade zitiert habe, sagt, im Zweifelsfall muss man auf Flüchtlinge schießen. Das tun maßgebliche Leute der AfD, die dieses sagen. Dann ist das mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Frau Petri sagt zum Beispiel, man könne ja den Artikel 16 aussetzen. Heute setzen wir das Asylrecht aus, morgen setzen wir vielleicht das Recht auf freie Meinungsäußerung aus oder übermorgen das Recht auf Menschenwürde. Ja. Ich finde, der Verfassungsschutz sollte solche Leute beobachten. Denn das sind in der Tat Verfassungsfeinde und die machen ja alle möglichen Dinge und die haben eine Arbeitsteilung. Frau Petri sitzt in der Talkshow und sagt, das ist ja alles gar nicht so. Da gibt es irgendwelche Äußerungen, da entschuldigt man sich für. Der Herr Höcke und andere Leute entschuldigt man sich für, aber man setzt solche Signale. Und viele Menschen, die verunsichert sind, sind dann möglicherweise willens, so eine Partei zu wählen, weil sie eine andere Flüchtlingspolitik wollen und bekommen aber am Ende eine Partei, die undemokratisch ist, die Verfassungsfeinde sind, die inhuman agieren. Das kann Deutschland nicht wollen. Das ist Stegner, Sie wollen eins draufsetzen, ja, lassen Sie erst mal auf direkt antworten. Und dann. Denn Herr Stegner reiht Sie rein hier in der Ihnen üblichen Art und Weise Vorwürfe aneinander, die Sie ja Gott sei Dank heute Abend nicht wirklich belegen müssen. Und Sie sollten sich sehr gut überlegen, welche Vorwürfe Sie erheben. Denn Sie als Regierungspartei haben die Aufgabe, Lösungen zu entwickeln. Das schaffen Sie seit Jahren nicht. Sie haben diese katastrophale Migrationspolitik überhaupt erst ins Werk gebracht. Und einfache Lösungen werden von uns überhaupt nicht vorgeschlagen. Die Obergrenze wird aus der SPD gefordert. Die wird auch inzwischen aus allen anderen Parteien gefordert. Sie merken, dass Sie mit Ihren Vorschlägen überhaupt nicht weiterkommen. Die Frage war aber, wie rechts ist die AfD? Nee, mit rechts hat das relativ wenig zu tun. Es hat mit Politikern zu tun, die sich zu ihrem Land bekennen und die entweder erkennen, dass es Konzepte für das Land braucht, die Probleme lösen. Die haben Sie schon lange nicht mehr. Aber und deswegen bleibt Ihnen auch nichts anderes übrig, als Sie in Parteien einzusagen. Ich halte nur fest, Sie sagen, wissen Sie, rechts und links sind Begriffe, die schon lange nicht mehr passen. Es geht darum, Herr Augstein, Sie können doch auch zuhören. Es geht darum, dass Sie mir erklären, warum Ihre Parteikollegen am Ende genau die gleichen Konzepte vorschlagen wie wir. Herr Stegner, Sie tun es nicht. Aber Herr Augstein, wenn Sie jetzt über Frau Petri reden, dann versteht ja auch keiner mehr. Was tun Sie mir? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Weil wir tatsächlich auch es immer schwer haben,
zu sagen, wo ist die Demokratiefeindlichkeit und wo ist der Rassismus, haben wir jetzt einfach mal 2, 3 Zitate zusammengefasst aus den letzten Wochen, Monaten von der AfD und können es dann vielleicht besser diskutieren. Also vielleicht gelingt es uns, Frau Petri, das Stück für Stück aufzuarbeiten. Ja, also, da muss ich doch jetzt nur sagen, das sind alles Einzelfälle und die repräsentieren überhaupt nicht die Parteilinie, sondern die freundlich lächelnde Frau Petri repräsentiert die Parteilinie. Aber die Frage ist ja, ist es eben die Parteilinie? Oder was macht das? Nein, was ist hier aber Sie führen eine Lügennummer durch, Sie sind eine Lügenpartei. Sie sind das freundlich lächelnde Gesicht der Horden, die durch Dresden ziehen und die da rumprügeln. Die das ist sozusagen ihr Arm, die Pegida, das ist ihr Arm und Sie machen dafür das Lächeln. Und trotzdem wüsste ich es gerne tatsächlich auch im Einzelfall, weil das ist ja tatsächlich die interessante Frage, sind das Einzelfälle oder zeigt das eben die Linie der Partei, deswegen frage ich es nochmal. Also Herr Mandisch sagt, von der NPD unterscheiden wir uns nicht so sehr durch Inhalte. Stimmen Sie dazu? Ja, das ist völliger Unsinn und die Beispiele, die Sie rausgepickt haben, gerade das letzte, ist ein Beispiel eines Mitglieds, das auch bereits abgestraft wurde vom Herr Bundesvorstand. Mandisch. Ja, der auch für diverse seiner Äußerungen schon Abmahnung bekommen hat. Ist insofern das Parteiausschussverfahren? Ja, dafür hat es eine andere Strafe gegeben. Also insofern, wir gehen mit solchen Fällen innerparteilich um, aber das Parteiengesetz legt uns an der Stelle auch ganz klare Grenzen auf. Ich muss es ja einfach nur verstehen. Also Sie sind nicht der Meinung, dass Sie NPD inhaltlich nah sind, das sagen Sie. Und dieser Mann ist aber eben aus dem Parteiausschussverfahren wieder raus und ist noch Parteimitglied. Ja, so einfach, Frau Maischberger, ist es nicht mit dem Parteiausschussverfahren. Das weiß jeder, der in der demokratischen Partei ist. Fragen Sie Herrn Stegner, man hat versucht, Herrn Sarrazin loszuwerden. Gut, das hat auch nicht funktioniert. Gut, also wir gehen mit solchen Mitgliedern hart ins Gericht und wir unterstützen auch nicht alle dieser Äußerungen. Aber in einer demokratischen Partei haben Sie ein Spektrum an Leuten und in einer jungen Partei werden Sie eine Weile brauchen, um dort auch politisch eine Linie vorzugeben. Die Frage ist, ob das Spektrum bei Ihnen weiter rechts ist. Das wollten wir herausfinden. Herr Höcke, ist er ein Rassist, wenn er so etwas sagt? Sie wissen sehr wohl, dass diese Äußerungen vom Bundesvorstand hart kritisiert wurden, ebenso von einer großen Mehrheit der Landesvorsitzenden. Wir sind mit diesen Äußerungen nicht einverstanden. Die Frage ist, ist er ein Rassist? Diese Äußerungen sind für uns nicht akzeptabel. Sie sind wissenschaftlich völliger Unsinn. Das haben wir mehrfach gesagt. Und ist er ein Rassist? Wissen Sie, das ist schon wichtig. Jetzt, Frau Maischberger, wissen Sie, das so finden? Nein, Herr Höcke ist sicherlich kein Rassist. Die Aussagen sind trotzdem wissenschaftlich völlig daneben gewesen. Das haben wir gesagt. Und wir haben ihn aufgefordert, sich dazu zu positionieren. Entschuldigungen reichen auf Dauer sicherlich nicht aus. Mhm. Aber es reicht auch nicht aus, was hier versucht wird, eine Person zu stigmatisieren und dabei zu vergessen, dass die AfD aus vielen anderen Mitgliedern besteht. Ja. Und dass die Ausrichtung der Partei nicht von Einzelmitgliedern bestimmt wird, sondern vom Bundesvorstand, den ich repräsentiere. Herr Gauland ist, glaube ich, jemand, der Herrn Höcke dann auch in diesem Fall verteidigt hat. Sie haben gesagt, er soll eigentlich schauen, ob seine Position noch übereinstimmt. Ich glaube, Sie möchten den gar nicht mehr so gern in der AfD, sind aber ausgebremst worden. Und wie ist jetzt der Stand der Dinge? Also Herr Höcke ist Mitglied der Partei und weiterhin Chef in Thüringen. Ja. Also es gibt immer viel Verwirrung. Auch wenn er sagt, dass Frau Merkel im Januar in einer Zwangsjacke aus dem Bundeskanzleramt aus abgeführt werden sollte. Also es gibt sicherlich immer wieder mediale Verwirrung darüber, was tatsächlich gesagt oder nicht gesagt wurde. Das hat er gesagt. Der Bundesvorstand durch meine Person vertreten in der Öffentlichkeit gesagt hat, ist Beschlusslage, die habe ich Ihnen ja gerade dargelegt. Halte ich fest, Sie halten ihn nicht für einen Rassisten und er ist noch dabei. Noch mal Herr Frohnmeier ist der Letzte gewesen, der hat dann gesagt, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Ist das demokratisches Verständnis? Na, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext Sie ihn da zitieren. Sie haben das ja gerade gesehen, das ja, war ja die Rede. Das war ein Satz auf einer Demonstration. Ziemlich klar verständlich. Ja, man kann sich alles dazu dichten, das macht Sie auch gerne. Feindlich war die Frage. Ja, also in Deutschland gibt es einiges aufzuräumen, nämlich unter anderem die Tatsache, dass die Bundesregierung sich an Recht und Gesetz nicht mehr hält und die SPD das toleriert. Insofern gibt es in der ganzen Tat. Sie machen es mir total schwer. Ich möchte ja gerne wissen, ob das jetzt Einzelfälle sind oder die Linie der Partei. Deswegen frage ich Sie, ob das jetzt Ihrer Meinung nach demokratiefeindlich ist oder nicht. Und das wäre doch einfach. Frau Maischberger, einen Satz aus einer Rede herauszugreifen und dann mir nicht zu erlauben, zu erklären, dass ich in der Tat feststelle, dass der eine Satz aus dem Kontext gerissen nicht demokratiefeindlich ist. In Deutschland aufzuräumen, gibt es eine ganze Menge. Die AfD ist nicht demokratiefeindlich. Und noch einmal, der Kurs der Partei wird vom Bundesvorstand bestimmt und nicht von Einzelnen. Ich möchte vielleicht doch mal eins in Erinnerung rufen. Ich möchte mich an dieser Sache, wie gesagt, nicht so beteiligen. Warum? Es ist eigentlich alles schon gesagt über die AfD, über die neue AfD. Es war mal eine andere AfD. Aber da Sie gerade hier über Herrn Höcke gesprochen haben, muss ich doch in Erinnerung rufen, dass der Vorstand noch unter Herrn Lucke beschlossen hat, gegen ihn ein Parteiordnungsverfahren anzustrengen. Das Erste, was Frau Petri gemacht hat, als sie diesen Job übernommen hatte, dieses Verfahren niederzuschlagen. Ich glaube, das sagt alles. Ich glaube, wir können uns jetzt auf andere Themen beschränken. Da hängen Sie sollten bei der Wahrheit bleiben. Es stimmt einfach nicht, was Sie sagen. Und das wissen Sie also ganz genau. Frau deswegen, vielleicht muss man sorgenserregender Zustand, wenn alle lügen, nur man selbst sagt, die Wahrheit, Frau. Nein, Herr Stegner, das ist muss man sich mal ärztlichen Rat holen, wenn man das überhandelt. Ja, es ist eine ernste Debatte und ich möchte Sie gerne auch ernst nehmen. Und deswegen, Herr Henkel, wenn Sie mir das erlauben, wir können gerne auch nachher, und das werden wir auch tun, über den Rechtsruck, den Linksruck und auch über die Sache reden. Aber ein großer Teil in dieser Sendung beschäftigt sich schon mit der Frage, weil es viele vielleicht nicht verstehen, wie recht diese Partei ist. Wenn Sie mir erlauben, das zu zitieren, was Sie einmal gesagt haben über die AfD, dann kommen wir vielleicht dahin, ob das nun wirklich Einzelfälle sind oder ob es ein System gibt, das die AfD nach rechts getragen hat. Was heißt denn das eigentlich? Sie haben das gemerkt persönlich, Herr Henkel. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also als wir merkten, dass diese Partei systematisch unterwandert wurde und als immer mehr Führungspersönlichkeiten aus diesem rechtsextremen Kreis kamen, habe ich versucht, auch
parteiintern einzugreifen, teilweise auch parteiöffentlich und auch öffentlich. Und da ist mir eine unglaubliche Wutwelle entgegengebrandet. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Dabei haben Sie doch mit linksextremen Angriffen viel Erfahrung gesammelt. Ich bin ja wirklich viel gewöhnt. Nicht? Also ich hatte auch schon mal Personenschutz zur Zeit zur RAF und bin auch von der SPD alles Mögliche gewöhnt, auch von Helmut Kohl und so weiter. Aber das war besonders. Wo ist der Unterschied in der Qualität? Das würde mich interessieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In dem Vorstand von der AfD in Berlin, das war kurz bevor ich dann ausgetreten bin, gab es ein Vorstandsmitglied, das also auf Facebook gepostet hat, jetzt sind genug der Worte gewechselt, jetzt müssen Taten folgen. Mhm. Das hat mich dann dazu gebracht, doch noch mal bei der Polizei nachzufragen, ob das eine Aussage ist, die mir Sorge macht. Wobei ich sagen muss, es gibt hier nicht nur Gewaltandrohungen von rechts, sie gibt es auch von links. Übrigens auch gegenüber der AfD. Nicht? Und das ist beides völlig inakzeptabel. Wir sollten bei so einer Diskussion, ich weiß, Sie reden jetzt über die AfD, nicht immer nur über die Rechtsextremen reden, wir sollten mal auch über die Linksextremen reden. Unbedingt. Wir haben das beides. Trotzdem möchte ich gerne einmal nur ganz kurz eine Frage so gerne stellen. Darf bitte. Ich auch? Gern, oder nicht? Doch, doch, hat 2011 doch. Hat er gesagt, haben Sie gesagt, Entschuldigung, haben Sie gesagt, so eine Parteigründung, das wäre ein Himmelfahrtskommando, weil da hat man ganz schnell die braunen Gesellen im Saal. Das habe ich nicht so gesagt. Nein, ich habe damals immer gesagt, dass und dann ich, haben Sie, ich... Und jetzt tun Sie so, als wären Sie erstaunt, was dabei rausgekommen ist. Nein, Moment mal, Herr Augstein, also jetzt verwechseln Sie mal Ursache und Wirkung nicht. Als diese Partei gegründet wurde, war es aus der Sicht der Medien eine Professorenpartei und eine Ein-Themen-Partei. Mit einem eurokritischen Thema, genau. Sie hat sich angeblich ja nur um den Euro gekümmert. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Dann haben diese Parteien gemerkt, dass sie in diesen Talkshows, und insofern waren die Talkshows schon wichtig, gegen Leute wie Stabatti, Lucke und meine Wenigkeit bei den Argumenten nicht mehr mithalten konnten. Wissen Sie, was sie gemacht haben? Die haben das gemacht, was Parteien in Deutschland machen, wenn Konkurrenz aufkommt. Sie haben sie in die rechte Ecke geschoben. Wir wurden von Anfang an als eine rechtspopulistische Partei bezeichnet zu einer Zeit, wo wir es noch nicht waren. Also. So, Moment, lassen Sie mich das mit dem Punkt mal machen. Ausreden, ja. Das haben die Medien aufgegriffen. Und dann hatte, ja, so war es. Ich bin Ihrer Meinung. Und dann hatten wir, damals war es nicht so. Doch, es war schon. Es war, ach, das, jetzt wollen Sie nur Recht gehabt haben. Lassen Sie das mal. Sie können die antieuropäische Partei, das AfD schon immer für Arbeitslosigkeit in Deutschland, Sie wollen heute Euro abschaffen. Hör mal zu, es sind 6.000 Leute aus dieser Partei mit Lucke und mir ausgetreten. Die Zahlen stimmen leider auch nicht. Ja, dann sind es vielleicht 5.000 gewesen. Die genauen Zahlen weiß ich nicht. Aber Sie können sich vorstellen, welche Art von Personen danach wieder eingetreten sind. Was mich interessiert, diese Partei hat sich dramatisch verändert. Heute hat der ehemalige Ministerpräsident Teufel ein wunderbares Interview dazu gegeben. Und er hat es verglichen mit dem Einzug der Republikaner in den baden-württembergischen Landtag. Die hatten damals 10% bekommen. Darf ich einmal das zusammenfassen? Ich wollte es einmal zusammenfassen. Sie sagen, Sie haben vorher etwas gesagt, dass die sind unterwandert worden von den Rechten. Das heißt also, es haben sich da in diese Partei Kräfte hineinbegeben. Ob Sie die jetzt am Anfang gesehen haben oder nicht, das ist auch schon ein Punkt, ist die eine Sache. Aber Sie sagen, die ist heute rechts unterwandert. Hieße aber, dass es in der Tat nicht Einzelfälle sind, wenn wir jetzt solche Zitate, und man könnte die Liste fortsetzen, bringen, sondern es ist die Grundrichtung der Partei. So, das ist aber nochmal ein Punkt zu Herrn Augstein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil, wir haben Fehler gemacht. Wir haben zwei große Fehler gemacht. Wir haben erstens das zu spät gemerkt. Das war der eine Fehler. Und dann haben wir noch einen größeren Fehler gemacht. Als wir es merkten, haben wir zu spät reagiert. Hätten Sie und denn bei Alpha, um das mal klar zu machen, machen wir es anders. Wir werden jetzt keine Mitglieder aufnehmen, bevor Sie nicht ein Jahr lang Kandidat waren. Wir wollen nicht noch einmal unterwandert werden. Frau Petri, so jetzt sind Sie dran. Wie gefährlich halten Sie denn die rechten Strömungen in Ihrer Partei? Und wie gesagt, es ließe sich die Liste ja schon noch ein bisschen fortsetzen mit eben Äußerungen, ob die auf Facebook sind, auf Veranstaltungen, auf öffentlichen Plätzen. Wie gefährlich ist die rechte Strömung in der AfD? Kämpfen Sie dagegen? Also eine Partei wie die AfD, die in der Tat von 2013 einen großen Zulauf, aber auch Abflüsse hatte, die zu keinem Zeitpunkt rechts unterwandert war, wie das gern dargestellt wird, das müsste Herr Henkel wissen, aber er kennt die Partei eben nicht so gut, er hat sie von Anfang an nicht so gut gekannt. Was tatsächlich die Landesverbände war, das hat Herr Henkel, ja, dann hätten sich die Mitglieder mal befasst, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben ein sehr strenges Aufnahmeverfahren, Frau Maischberger, in der AfD von Anfang an gehabt, das haben wir zu keinem Zeitpunkt verändert. Und natürlich haben wir in einer Partei, in einer konservativ-liberalen Partei, mit Mitglieder aus allen möglichen Strömungen. Es ist auch richtig, dass uns Mitglieder verlassen haben, aber auch nach Sommer 2015 hat das Aufnahmeverfahren sich nicht geändert. Falsch ist, dass die Partei sich geändert hat, sonst hätte Alpha ja Teil des Parteiprogramms nicht mitnehmen müssen und es jetzt zu kopieren. Also das ist einfach kompletter Unsinn, der da verbreitet wird. Und auch das Faktenverordnungsverfahren scheint in der Öffentlichkeit nicht bekannt zu sein. Alles Einzelfälle. Also reicht nein, das nicht für den Verfassungsschutz? Frau Maischberger, nochmal, der Verfassungsschutz hat mehrfach gesagt, das wissen Sie genauso gut wie ich, Herr Stegner, dass es keinen Grund zur Beobachtung gibt. Das hat er auf mehreren Ebenen. Entscheidet die Politik, wen der Verfassungsschutz beobachtet. Und ich bin dafür, dass man verfassungsfeindliche Parteien beobachtet, weil sie nämlich in der Tat eine Form haben, öffentlich auch
Hetze gegen Flüchtlinge zu betreiben, wo ich Ihnen sagen möchte, ich halte Sie politisch für mitverantwortlich dafür, dass jede zweite Nacht in Deutschland ein Flüchtlingsheim brennt. Und ich will Ihnen mal sagen, Sie sind auch verantwortlich für sowas. Ja. Es gibt hier Steckbriefe, zum Beispiel dieses hier mit meinem Kopf drauf, wo Sie Steckbriefe für demokratische Politiker machen. Das macht Ihre Jugendorganisation. Vergleichbares hier, Ihr baden-württembergische Partei im Wahlkampf. Steckbriefe gegen demokratische Politiker, wo Sie die bezichtigen, an Mordfans sind zum Abschluss freigegeben, ja, mit Pistolen drauf. Sowas macht Ihre Partei, das verantworten Sie. Parteien, die sowas machen, richten unser Land zugrunde und die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Und Sie können ganz sicher sein, diese 152 Jahre alte Sozialdemokratie, die wirklich genug Erfahrung mit Demokratiefeinden hat, die erkennt die und die bekämpft sie. Und da schüchtern Sie niemanden ein. Und da ist Ihr freundliches Gesicht in der Talkshow das eine. Aber die Realität ist das andere und die wird hier angesprochen. Und bei den Inhalten Ihrer Partei waren wir noch gar nicht. Warum sind nur 3% der Frauen zum Beispiel dafür, Sie zu wählen, 17% der Männer? Weil die zum Beispiel mit Gleichstellung nichts am Hut haben. Sie haben ein Frauenbild von vorgestern und vieles andere mehr, was man hier hat. Verstehen Sie, wenn wir darüber reden, wie Sie mit anderen Parteien umgehen, wie Sie ausgrenzen, wie Sie ohne Grundvorwürfe von Rassisten und Ausländerfeindlichkeit erheben, halten Sie für bessere Demokraten? Ich glaube, Sie sind ein echt armes Geschöpf, also wenn Sie nicht erkennen, dass nur die Diskussion über Inhalte uns dazu bringen kann, das Land voranzubringen. Insofern, wir müssen darauf antworten. Ja, Sie müssen bitte aber auch auf das eingehen, was der Herr Stegner jetzt gerade an Zetteln hier hat. Ja, wissen Sie, was wir an Steckbriefen von Linksextremisten erleben, die unbescholtene Mitglieder verfolgen, was ich an tatsächlicher linker Gewalt auf der Straße in Köln selbst erlebt habe. Frau Meisberger, wenn ihr Sohn nach Hause kommt und sagt, ich habe hier mit meinem Fußball ein Fenster eingeschmissen, sagen Sie dann als Mutter, und dann sagt er aber, der Paul hat das auch gemacht, sagen Sie dann als Mutter, dann ist okay, oder setzen Sie sich erstmal mit Ihrem eingeschmissenen Fenster auseinander? Frau Meisberger, Sie sagen immer, die anderen machen das auch. Ich würde gerne, dass Sie einmal darauf antworten und sagen, ob Sie das dulden als Parteichefin, dass die Jugendorganisation Steckbriefe verteilt. Ja oder nein? Ich möchte das gar nicht wissen. Wissen Sie, es werden im Internet von allen möglichen Steckbriefe verbreitet. Lassen Sie mich doch ausreden. Bitte. Erkläre ich gern. Die Form der politischen Auseinandersetzung, ob auf der Straße oder im Internet, die hat verschiedene Formen. Ich persönlich würde keinen Steckbrief machen. Sie wissen, dass Jugendorganisationen, egal ob von SPD oder von AfD, dort über die Stränge schlagen. Das war auch Ihre Wahlkampforganisation in Baden-Württemberg. Ja, lassen Sie uns einfach abbrechen, weil ich habe das ja gesehen. Sie sagen immer, die anderen machen das auch, aber wollen nicht sich auseinandersetzen. Frau Meisberger, ist die Frage, ob die Wertung des Mittels von der einen Seite eine andere ist, als links und rechts verschieden. Sie sind doch Parteivorsitzende, nicht der Fördner der Partei. Sie haben doch Verantwortung. Herr Stegner, hören Sie das ja ganz gerne. Wenn Sie die SPD repräsentieren, dann sollten Sie als allererstes anfangen, sachlich zu argumentieren und nicht polemisch. Herr Augstein, was macht man denn tatsächlich dann falsch, wenn man diese Partei ja dann offensichtlich auch in eine Ecke trennt, wo sie sich nicht sieht? Weil dann ist sie in der Opferrolle und immer wenn Sie dann sagen, aber Sie sind doch rechts, Sie sind rassistisch, haben Sie ein Problem. Pass auf, Frau Petri ist doch eine hochintelligente Frau, ja. Die ist doch nicht blöd, die glaubt das doch selber nicht, was sie sagt, sondern sie weiß doch, dass es hier, sie macht eine Show. Sie geht raus und macht sozusagen, sie ist der demokratische Arm sozusagen der Leute, die in den Straßen die Ausländer jagen und die diese Heime anzünden. Das ist sozusagen genau das Problem und das ist auch das Gefährliche daran. Deshalb unterschätze ich Sie überholt nicht, im Gegenteil, ich nehme Sie sehr, sehr ernst. Ich glaube, dass wiederholen Sie das, dass unsere ganz kurz, Mitglieder Ausländer jagen, das gar nicht dran. Gewusst, sie sind nicht dran. Sie sind wirklich nicht dran. Hallo, Sie sind einfach nicht dran. Sie sind einfach nicht dran, okay? Das heißt, ich nehme Sie sehr, sehr ernst und ich glaube, dass Sie tatsächlich das erste Mal wirklich eine parlamentarische Bedrohung unserer Demokratie haben. Damit sind wir übrigens in Deutschland nicht alleine. Diese Idee, dass man Demokratie hat, Leute können zwar wählen dann aber Parteien, die Demokratie im Grunde aushebeln. Das sehen wir in Osteuropa, das ist das Modell der illiberalen Demokratie. Orban hat das sozusagen sich richtig auf die Fahnen geheftet, der ungarische Ministerpräsident. Ich glaube, dass das ist genau das, was Sie wollen. Sie wollen im Prinzip übrigens genauso wie Ihre Partei in der Schweiz, Sie wollen mit zum Totlachen. Das ist wahnsinnig lustig. Ich glaube Ihnen sofort, dass Sie das lustig finden. Das ist aber nicht lustig. Denn wir haben in Westeuropa nach dem Krieg ein liberales, demokratisches System entwickelt. Und Leute wie Sie untergraben das, und zwar mitten in der Demokratie. Und das macht Sie so besonders verachtungsvoll, um es ganz klar zu sagen. Also Herr Augstein, so geht das nicht. Ich glaube, ein großer Fehler, der in unserem Land immer wieder gemacht wird, hier wird rechts immer mit rechtsextrem gleichgesetzt. Was ist eigentlich falsch an rechts? Sie haben eben, und das ist eine Unverschämtheit. Rechts und rechtsextrem. Sie haben gerade Frau Petri gesagt, jetzt sind Sie dran, jetzt bin ich mal dran, Herr Augstein. Also, Sie haben gerade eben die SVP in den gleichen Eimer getan wie die AfD. Oh ja. Ich kenne beide Parteien ganz gut. Ich kenne übrigens auch eine Menge andere populistische Parteien im Europäischen Parlament. Ja, und ich kann Ihnen eins sagen, ich nehme mal jetzt die Partei von Madame Le Pen. Nach meiner festen Überzeugung und Beobachtung, wenn die SVP im Europäischen Parlament wäre, wäre sie dort nicht drin. Dann wäre sie zusammen mit Alpha und den britischen Konservativen in der ECR-Fraktion. Sein Generalsekretär ist wegen Rassismus gerade verurteilt worden. Sagen Sie mal, jetzt halten Sie sich doch mal bitte an das Rezept, was Sie gerade verschrieben haben. Unterbrechen nicht dauernd. Ja. Wenn aber, und die AfD,
Die neue AfD. Die AfD, seitdem wir raus sind. Und Sie haben mir eine Menge Beispiele gebracht. Ich könnte eine Menge dazu beitragen, würde es aber nicht. Die würde auch in diesen Eimer gehören. Wissen nicht Sie, diese Partei. Okay, über die SVP reden wir. Nein, aber das ist noch ein wichtiger Punkt, weil das geht jetzt nicht über die SVP. Danke. Ich finde, das ist eben eine ganz gefährliche Strategie, die Sie hier fahren, Herr Augstein. Und jetzt nicht auf die Schweiz bezogen, sondern ganz generell. Sie sind eben eine Person, ich lese ja Ihre Artikel und das, was Sie schreiben. Und Sie sind eine Person, die eben nicht über Themen sprechen will, wie zum Beispiel Migrationsdebakel in Europa. Das sind Sorgen, die sich Millionen von Menschen in Europa heute machen. Wir haben Probleme institutioneller Art. Muss ich Herr Göppel ergänzen, dass wir mit Herrn Augstein gerade über diese Themen... Nee, weil das nicht stimmt, was Sie sagen. Also wir haben auch mit Herrn Augstein über diese Themen hier so oft debattiert, dass man nicht ihm vorwerfen kann, dass er sich damit nicht auseinandersetzt. Ich suche, dass Sie jetzt da noch beispringen als Anwältin. Das ist schon gut. Nein, ich sage einen folgenden Punkt. Faktische Beobachtung. Ich beobachte das einfach, vielleicht tue ich Ihnen ja Unrecht in dieser Hinsicht, aber mir fällt einfach auf, dass Sie in Ihren Kolumnen öffentlichen Auftritten, sobald jemand Probleme anspricht, die jetzt nicht Ihrem, ich sage jetzt im weitesten Sinn, salonlinken Weltverständnis entsprechen, ist das ein Rechtsextremer. Und da muss ich einfach unterstreichen, Leute wie Sie, die diese Meinungsäußerung pauschal in die rechtsextreme Ecke stellen, Sie schüren den Rechtsextremismus. Wir haben in der Schweiz eine sehr offene, demokratische Diskussion. In der Schweiz brennen keine Asylheime. Wir sprechen das an, aber in Deutschland brennen Asylheime, weil Leute wie Sie diese Themen kriminalisieren, tabuisieren, stigmatisieren, und das ist ein Riesenproblem. Rassismus. Sie kennen diesen Fall gar nicht. Ihr Generalsekretär ist wegen Rassismus in der Schweiz verurteilt. Herr Augstein, lassen Sie uns über Themen in Deutschland reden. Wir kommen auf das Plakat, das der Gegenstand ist auch noch. Ich halte nur einmal fest, in der Schweiz brennen nicht so viele wie bei uns, da haben Sie recht, aber es hat im November 2014 hat eins gebrannt und da ist einer auf zu Tode gekommen. Entschuldigung, wir haben hier eine direkt demokratische Auseinandersetzung zu diesen Themen. Wir werden nicht sofort, wird hier gleich von Rechtsextremismus gesprochen, sondern ich möchte nur ergänzen, weil ich das von Ihnen schon mal gehört habe, dass es auch in der Schweiz nicht so viele wie in Deutschland, aber es brennen so 12 Heime im Jahr. Das was gibt ist das? Nein. Können das Sie bei der Neuen Zürcher Zeitung nachlesen und bei den entsprechenden Statistiken und zuletzt war das aber in der Schweiz. Ich möchte gerne, Herr Stegner, wir reden ja gar nicht über die Schweiz. Herr Stegner, ist es so schwer, Rechts- und Rechtsextremismus auseinanderzuhalten? Weil das ist ja etwas, was Herr Henkel jetzt gebracht hat. Machten Linke den Fehler, gleich alles, was rechts und konservativ ist, rechtsextrem zu nennen? Ich bin sehr für Meinungsfreiheit, ich bin für leidenschaftliche Debatten, übrigens auch durchaus polemisch in der Demokratie, die gibt es nämlich nur in der Demokratie. Und ich bin auch dafür, dass man nicht tabuisiert und dass man Dinge anspricht. Aber der Unterschied ist zum Beispiel der, ich lehne Gewalt in jedweder Form ab, egal ob sie aus einer Religion oder aus irgendeiner Ideologie betrieben wird. Und wer solche Sätze sagt, und das wird in der AfD ständig getan, die nur so verstanden werden können als Aufruf zur Gewalt. Wir hatten das schon mal in Deutschland, dass an der Grenze geschossen worden ist, an der DDR, wo die Leute rausflüchten wollen. Jetzt soll geschossen werden gegen Flüchtlinge, die aus Bürgerkriegen und Elendsgebieten kommen. Wer so etwas sagt, ist ein Demokratiefeind und das ist rechtspopulistisch, das ist rechtsextrem. Und ich akzeptiere auch nicht, dass diejenigen, die die Demokratie verteidigen wollen, hier als Feinde dargestellt werden und die schöne Reden halten und sagen, aber ich habe gar nichts damit zu tun, ich bin nur die Parteivorsitzende. Aber wenn da 17 Leute zur Gewalt aufrufen, habe ich damit gar nichts zu tun. Alles gelogen, alles erfunden, Lügenpresse, das ist doch die Propaganda und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Propaganda im deutschen Fernsehen muss man nicht zulassen, sondern hier herrscht Meinungsfreiheit, hier darf jeder seine Meinung sagen. Und also ich sage meine, und zwar engagiert. Wir wollen keine Demokratiefeinde, wie Sie in Europa. Gerne dabei bleiben, und zwar die Frage, die ja ganz viele in Deutschland bewegt, auch die politische Klasse, ist, wie geht man mit, eben wenn es populistisch ist, mit Populisten um? Bisher hat es manchmal funktioniert, dass man selber populistisch ist. Bislang sind die Grenzen nicht mehr so leicht auszumachen. Und ich bin gespannt, ob Sie jetzt erkennen, von welchem Politiker folgende Sätze sind. Herr Stegner, damit hätten wir jetzt bei vielen wahrscheinlich hätten jetzt gedacht, das wäre AfD-Sprecher, aber es ist Herr Gabriel. Wo ist also der Unterschied zwischen dem, was er sagt? Ich will Ihnen sagen, was der Unterschied ist. Ja. Unsere Solidarität gilt 99% der Flüchtlinge, die von Krieg, Verfolgung und Elend zu uns kommen. Sie gilt nicht an den 1%, die hier Schwerstkriminelle sind. Aha. Und die sollen verurteilt werden, übrigens wie jeder Deutsche auch. Allerdings, was uns auch von anderen unterscheidet, wenn die aus Ländern kommen, wo die Todesstrafe herrscht oder wo Folterknechte sind, werden die dahin nicht ausgeliefert, sondern sitzen in deutschen Gefängnissen. Und sie kriegen keine Akzeptanz für die Solidarität mit Flüchtlingen, wenn sie beim Thema Gewalt so tun, als sei das was anderes, wenn das jemand macht, der eben aus solchen Gründen zu uns gekommen ist. Und das sagt Sigmar Gabriel, man muss da nicht jedes Wort immer teilen, aber in der Sache ist das völlig richtig und hat nichts zu tun mit der rassistischen Anti-Flüchtlingspolitik, mit einer, so wie wir es von Herrn Höcke hier gehört haben, begründeten inhumanen Politik. Und vor allen Dingen hat es auch nichts zu tun mit der Anmutung, die ja behauptet, man würde hier von dem Gesetz unterschiedlich behandelt, es ginge den Ausländern ja besser, es herrscht ja keine Meinungsfreiheit, es herrscht ja ein Kartell von Systemparteien, es gibt eine Lügenpresse und all diese Dinge. Das sagt die AfD, wir haben einen demokratischen Rechtsstaat. Und was Sigmar Gabriel sagt, die Gesetze gelten für jeden, ob er von hier ist oder von anderen kommt. Man kann über die Wortwahl immer streiten, das akzeptiere ich, aber es ist ein temperamentvoller Politiker. Und im Zweifel links, das sind Sie ja in Ihrer Kolumne, Herr Augstein. Also sehen Sie denn den Unterschied, den jetzt Herr Stegner so wortreich beschrieben hat, zwischen dem, was jetzt Sigmar Gabriel gesagt hat oder was Herr Seehofer sagt in der Asyldebatte und dem, was im Zweifel Frauke Petry sagt? Naja, für mich ist es tatsächlich so, dass wenn zwei das Gleiche sagen, ist es nicht das Gleiche, weil ich immer wissen möchte, was haben die vorher gemacht, wofür stehen die?
Aber ich tue mich schwer damit, dass viele Politiker der etablierten, der demokratischen Parteien sich von der AfD jagen lassen und anfangen, auch in dieses ausländerfeindliche Horn zu tuten. Trotzdem glaube ich der SPD immer noch, dass sie eine Partei ist, die die Menschenwürde schützt. Ja. Ich glaube, die AfD ist eine Partei, der ist die Menschenwürde, ehrlich gesagt, scheißegal. Ihr Herr Höcke, der warnt vor Asylbewerbern, die ansteckende Krankheiten haben. Das ist so der Tonfall, bei, in dem... Sie werfen alles durcheinander. Oh, nein. Schade, überhaupt nicht. In dem bei Ihnen geredet wird über Menschen. Angela Merkel, die sagt, hier kommen keine Massen, hier kommen einzelne Menschen. Das ist sozusagen eine demokratische Art, über Leute zu reden, über Situationen zu reden, die kann ich verstehen. Trotzdem finde ich das, was Gabriel da sagt, gefährlich. Denn die Frage ist einfach, ob sie dadurch nicht in Wahrheit die AfD am Ende nur noch stärken. Die Frage ist, ob damit nicht auch der Beleg gebracht ist, dass tatsächlich, wenn eine sozialdemokratische Partei, also eine aus dem linken Spektrum, solche Dinge sagt, ob nicht tatsächlich dann der Rechtsruck da zumindest vollzogen ist. Ich sage ja, ich glaube, dass man das Problem dadurch noch stärkt. Ich glaube, das hat, wenn Sie dem Affen noch weiter Zucker geben, man muss den Leuten erklären, wie die wahren Verhältnisse sind. Und die Verhältnisse sind halt nicht so, dass wir hier ein massives Problem strafrechtlich ausländern. Man muss den Leuten erklären, dass 1,5 Millionen Asylbewerber Einzelpersonen sind, Einzelfälle sind. Kein Problem mit ausländischen Straftätern. Nein, wir haben auch kein Problem damit, dass ein Großteil der Asylbewerber keine Asylbewerber, sondern Migranten sind. Wissen Sie, Herr Stegner, Sie sind groß darin, die Tatsachen zu verdrehen und Zitate in den falschen Kontext zu stellen. Das mag ja rhetorisch elegant sein, es bleibt trotzdem unwahr. Die Opferrolle steht Ihnen sehr schlecht. Nein, ich bin keine Opferrolle. Nur richtig, was sie falsch dargestellt haben. Das ist so, das Argument zu hören. Denn ja, es ging um Gewalt. Die AfD lehnt Gewalt ab, genau wie jede andere demokratische Partei. Und Herr Augstein, vielleicht begreifen Sie auch langsam, dass die AfD eine demokratische Partei ist. Das würde Ihnen nicht groß helfen. Und Gewalt moderieren. An der Grenze, gerne. Grenzsicherung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Schauen Sie mal auf Spanien. Vielleicht denken Sie auch, dass die alle antidemokratisch sind. Die schützen ihre Grenzen mit einem Zaun, haben deswegen ein sehr viel geringeres Problem als manch anderer Staat in Europa. Sie müssen einfach erkennen, dass Ihre Politik gescheitert ist. Und deswegen müssen Sie sich nicht selbstverständlich treiben lassen von den Ideen, die die Bürger bewegen. So. Die AfD hat es vorgemacht, Sie machen es jetzt nach. Herr Oppermann von der SPD sagt ja auch, die SPD hat eigentlich die AfD stark gemacht, weil sie viele Millionen Wähler, die Frau Merkel, heimatlos gemacht hat. Teilen Sie diesen Befund? Dass da einfach ganz viele sind? Ich meine, man sitzt ja an diesen beiden Positionen, Stegner und Petri, nicht? Bei dem Thema Flüchtlinge. Der eine sagt, das dreht sich nur um das Problem, sind die 1% Kriminellen. Mhm. Das ist falsch, denn die ganze Flüchtlingspolitik ist fehlgeleitet. Sehen Sie so? Und Sie, ja, selbstverständlich, nicht nur ich. Es sehen auch zum Beispiel die drei ehemaligen Bundesverfassungsrichter so, die das der Bundesregierung vorwerfen, dass sie sogar gegen die Verfassung verstößt. Und ich sehe es ja im Europäischen Parlament, dort bin ich Abgeordneter, ich sehe es, dass alle, ausnahmslos alle, nur noch mit dem Kopf schütteln über Deutschland. Mhm. Also man muss auch in Deutschland über die fehlgeleitete Flüchtlingspolitik reden können, ohne gleich wieder in die rechtspopulistische Ecke gestellt zu werden. Moment, das ist die Methode Stegner. Die Methode Petri ist, das haben Sie ja alle berichtet, ich weiß nicht, ob das so ernst gemeint war, hier ist ja diese Knarre da an der Grenze schon öfter erwähnt worden, die ist auch falsch. Wir haben eine andere Position, nicht? Wir sind der Meinung, dass man tatsächlich eine Obergrenze braucht, aber diese Obergrenze sollen die Kommunen festlegen. Nicht? Hat ja inzwischen Frau Klöckner aufgegriffen. Nicht? Das kommt von uns. Also jede Kommune sagt, sodass, wie viel können sie aufnehmen. Die Summe, lassen Sie mich das noch machen. Ja. Die Summe der Aufnahmefähigkeit der Kommunen ist praktisch faktisch die Gesamtsumme Deutschlands. Mhm. So, und das ist so ähnlich wie in der Schweiz. Das ist ein basisdemokratisches System. Dann beschließt jede Kommune, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen können. Und nicht Frau Merkel von oben. Das Zweite, was wir sagen... Wollen wir dann diskutieren wir diesen Punkt? Nein, Herr Henkel, sonst gehen zu viele Punkte zusammen. Lassen Sie uns einmal einen Punkt bitte, weil sonst kommen viele zusammen. Obergrenze, also die Kommunen sollen das bestimmen. Lassen Sie uns über Lösungen reden. Das ist jetzt eine Lösung, die kommt von Herrn Henkel. Finden Sie die denn gut? Nein, die funktioniert nicht. Wir haben in unserer Verfassung das individuelle Prüfrecht. Und das bedeutet, dass alle Vorschläge, pauschale Deckel, Obergrenzen an der Grenze zurückweisen, wirklich nicht gehen. Und wir verteidigen dieses Asylrecht. Es ist ein Produkt übrigens des Dritten Reiches und der Nazis, dass wir das geändert haben in unserer Verfassung, dass wir das nicht wollen. Und ich widerspreche ausdrücklich jedem, Herr Scheuer von der CSU macht das leider auch, der einfach sagt, man kann die Leute an der Grenze zurückweisen. Das kann man nicht. Deutschland kann das nicht. Was wir machen könnten, ist, wir könnten die Verfahren deutlich beschleunigen. Das ginge viel schneller. Warum können wir die Leute nicht an der Grenze zurückweisen, Herr Scheuer? Weil es ein individuelles Prüfrecht gibt in Deutschland. Das erfolgt nach rechtsstaatlichen Methoden. Wir wollen den Rechtsstaat verteidigen. Auch in der Situation, die fraglos, Herr Henkel, schwierig ist, weil wir wenig europäische Solidarität haben, weil wir große Schwierigkeiten haben damit, dass internationale Probleme nicht leicht zu lösen sind. Aber deswegen schaffen wir das individuelle Prüfrecht für Asyl nicht. Aber das ist nur humanitäre Grundlage. Und da können Sie dagegen hetzen, so viel Sie wollen von der AfD. Das werden wir nicht tun. Sie können zwischen Hetzen und Kritik unterscheiden. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern. Und diese Sozialdemokratie wird nicht mitmachen. Herr Stegner, ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Die moralische Supermacht Schweden macht genau das. Und wussten Sie, dass die deutschen Grenzbeamten zurzeit in Österreich Flüchtlinge zurückschicken? Nämlich die, die sagen, dass wir nach Schweden wollen. Aber lassen Sie mich auf den zweiten Punkt aufmerksam machen. Ich habe gerade die neuesten Zahlen von der Europäischen Kommission heute Morgen bekommen. 72,3% der Flüchtlinge sind junge Männer. So, und jetzt kann man natürlich sagen, was ist das für ein komisches Problem? Ich möchte mal auf einen ganz anderen Punkt aufmerksam machen. Wenn junge Männer
ihre Frauen, ihre Töchter, ihre Mütter verlassen, um meist aus ökonomischen Gründen nach Deutschland zu kommen, dann lassen sie die im Stich. Und das sind genau diese Frauen, Mütter und Töchter, die in diesen Ländern am meisten dem Risiko ausgesetzt sind. Wir, deswegen ist unser Vorschlag, übrigens hat das, lassen Sie mich das nochmal sagen. So, und die Baden-Württembergische, in Baden-Württemberg gibt es ein Programm, die holen ganz gezielt Frauen und Mädchen zurück, die Boko Haram, gekidnappt hat, die IS gekidnappt hat, traumatisierte, vergewaltigte, verletzte Frauen und bringen sie nach Deutschland. Unser Vorschlag ist, nachdem wir diese atmende Grenze haben, die man übrigens immer dann auffüllen kann, wenn man auch, wie Sie fordern, Flüchtlinge zurückschickt, dann holen wir uns diesen Personenkreis, der die Hilfe braucht. Und nicht diese jungen Männer, die, ich will es jetzt mal ganz platt sagen, sehr oft ihre Frauen im Stich lassen. Schicken wir die denn dann wieder zurück? Dazu müssen Sie noch ergänzen. Die sind ja da, das haben Sie ja gerade selber gesagt. Schickt man die dann zurück und wenn ja, wie? Aber ungefähr, und ich glaube, ich zitiere den Innenminister korrekt, ungefähr die Hälfte dieser jungen Männer, die zurzeit in Deutschland sind, haben auf lange Sicht kein Bleiberecht. Die werden zurückgeschickt. So, darf ich dem Argument mal widersprechen? Bitte. Zum einen ist es ganz normal, dass wir bei Menschen, die der Genfer Flüchtlingskonvention unterliegen, die dadurch geschützt sind, dass wir da über Kontingente reden, damit wir das Schlepperunwesen beseitigen können, dass man also Menschen holen kann. Das verlangt aber eine Einigung, zum Beispiel in Europa, es verlangt eine Einigung mit der Türkei, was die Außengrenzen angeht. Das ist schwierig hinzukriegen. Die Behauptung, die meisten jungen Männer, die hier sein, kämen aus wirtschaftlichen Gründen, ist wirklich großer Unsinn. Es kommen, wenn man im Augenblick mal anguckt, die meisten Flüchtlinge aus Ländern, die meisten Flüchtlinge kommen aus Ländern wie Syrien, sie kommen aus Eritrea, sie kommen aus Irak. Es kommt kaum noch jemand aus den Balkanstaaten, selbst aus den Maghreb-Staaten, also Tunesien, Algerien, Marokko, sind nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz, sondern die meisten kommen aus Kriegsgebieten. Sie müssen also so oder so aufgenommen werden, entweder weil sie politisch verfolgt sind oder aber weil sie Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben, die Deutschland übrigens auch unterschrieben hat. Und das gilt in einem Rechtsstaat und alles andere sind Hirngespinste. Und das aber Problem ist, die Bevölkerung ist wirklich verunsichert. Das ist die Schwierigkeit. Damit haben wir ja auch Probleme, weil sie sagen, schaffen wir das. Aber wir können denen nicht mit Antworten kommen, wie sie extreme Parteien geben können, die nichts mit unserer Verfassung zu tun haben, die kein einziges Problem lösen. Und Frau Merkel, das muss man ihr schon lassen, die kann man sicher dafür kritisieren, dass sie sich in ihrer Union nicht durchsetzt. Man kann sie dafür kritisieren, dass sie eine europäische Einigung nicht hinkriegt. Meinethalben auch dafür, dass de Maizière die Verfahren nicht in den Griff kriegt. Man kann sie aber nicht kritisieren dafür, dass sie in der Situation, als an der Grenze das notwendig war, in humanitärer Weise die Flüchtlinge aufgenommen hat. In der Auseinandersetzung mit der CSU stehen wir ganz gewiss nicht auf der Seite von Herrn Seehofer, sondern da muss man Frau Merkel verteidigen. Da hat sie völlig recht. Und es ist doch schön, dass Deutschland ein Land ist, wo die Menschen nicht mehr Angst vor haben wie im letzten Jahrhundert, sondern ein Land der Hoffnung geworden ist, wohin Menschen flüchten, die selbst vor Krieg und Verfolgung haben. Frau Petri, eine Frage. Die AfD sagt ja auch über die Flüchtlingsproblematik, das ist ja eine der Lösungen, die Sie auch anbieten, die Grenzen sollten in Deutschland auch geschlossen und bewacht werden. Ist es das, was man in so einem Punkt Grenzschließung bei Ihnen zusammenfassen kann? Und wenn ja, wie soll das gehen? Wie stellen Sie sich das vor? Also wir trauen ja der Türkei auch zu, dass sie fast 10.000 Kilometer Grenze schützt. Dafür geben wir der Türkei Geld, sagen selbst, wir können mit eigenen Mitteln unsere Grenzen nicht schützen. Wie würden Sie es an sich, unsere Grenzen müssen kontrolliert werden. Wir brauchen mehr Polizisten, Bundespolizisten an den Grenzen. Das hat Frau Merkel selbst vorgeschlagen. Das hat die AfD vorher auch getan. Herr Stegner zu behaupten, dass es... Nee, ich habe Sie jetzt gefragt, wie Sie die Grenze schließen. Frau Maischberger, ich habe Ihnen darauf geantwortet, dass wir Grenzkontrollen brauchen. Wir brauchen mehr Personal an der Grenze. Wir brauchen auch die klare Ansage, die dem völlig zuwiderläuft, was Herr Stegner gesagt hat, dass es alles Flüchtlinge sind. Und Frau Maischberger, das zum... Zur Antwort gehört das ganze Bild. Das habe ich Ihnen beantwortet und möchte dazu gerne anfügen, um es auszuführen, dass eben dazu auch die Ansage der Herkunftsstaaten gehört, dass wir Migranten nicht als Flüchtlinge aufnehmen können, dass es deswegen einer Obergrenze bedarf, dass Zurückweisungen an der Grenze zu passieren haben, die im Übrigen auch nicht nur aus Europa, sondern von den eigenen Sicherheitsorganen gefordert werden. Und das kunterbunte Bild, das Sie ja malen von Deutschland als ein Land der Hoffnung, Herr Stegner, Sie wissen, dass es gerade für unsere eigene Bevölkerung nicht mehr gilt, die inzwischen Angst hat, weil diese Art von kulturfremder und illegaler Einwanderung in unserem Land massive Probleme seit Jahren. Und dass Grenzschließungen nur ein Aspekt sind, dass wir eine Gesetzesänderung brauchen, dass wir ja auch möglicherweise eine Aussetzung von Artikel 16a brauchen, um ein Gesamtpaket zu erhalten. Denn wir haben ein falsches Anreizsystem. Beim Thema Grenzen würde ich Sie gerne mal auf etwas aufmerksam machen. Genau. Wir haben nämlich Außengrenzen der EU. Und wir haben Binnengrenzen. Und diese Binnengrenzen der Europäischen Union, Schengener Abkommen, sagt, dass wir Freizügigkeit in Europa haben. Das ist übrigens der Grund, warum wir solchen Wohlstand haben, weil wir diese Freizügigkeit in Deutschland haben. Wenn wir jetzt die Grenzen schließen würden, abgesehen davon, dass man erklären muss, wie das gehen soll ohne Gewalt, bei hunderten Kilometer grüner Grenze, die wir haben, ist das doch ein buchstäbliches Massenarbeitsplatzvernichtungsprogramm für Europa. Sondergleichen, das sagen wir uns auch Wirtschaftsvertreter seriöse, dass das so ist. Das heißt, es geht nicht, es ist nicht human, es ist gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gerichtet, es ist richtiger Unsinn. Und deswegen muss man zwischen Außengrenzen und zwischen Binnengrenzen der europäischen Union. Ja, dann tun Sie das mal in Sorgen, dass die Binnengrenzen genauso kontrolliert werden. Es ist nicht mehr möglich, darüber eine Debatte zu führen, die offensichtlich debattieren. Aber mit Ideologen wie Herrn Stegner müssen wir erst mit den Fakten zurückkommen, bevor wir Lösungen finden können. Das ist mit Ihnen sehr schwierig.
schwierig. Dankeschön. Ich würde gerne einen Einschub machen, dann können wir alle noch mal uns überlegen, ob wir dem anderen erst zuhören und dann auch das Argument, auch wenn es einem nicht gefällt, möglicherweise, das gilt ja für alle Seiten, dann doch noch mal hören. Ich würde gerne eines noch machen, weil die Frage tatsächlich, warum die AfD so stark geworden ist, möglicherweise etwas damit zu tun hat, mit welchem Thema sie sich verbunden hat. Wie ist sie stark geworden? Wann ist sie stark geworden? Ich möchte ganz kurz einen Blick darauf werfen. Ein Fachmann haben wir jetzt bei uns, der sich mit Zahlen auseinandersetzt. Reinhard Schlinkert von Infratest DIMAG. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Herr Schlinkert, die Fieberkurve haben wir ganz kurz gesehen. Tatsächlich die AfD im Moment bei 10%. Man sieht aber auch, das ist Januar 2015, das ist Januar 2016, dass sie eben im Sommer letzten Jahres ganz unten war. Das war die Streitphase der Partei. Wie ist es gekommen, dass sie jetzt so rasant nach oben gegangen ist? Das war vielleicht weniger die Streitphase der Partei als der Zeitpunkt, als das Thema, was damals die AfD-Wähler bewegte, nämlich Euro und Griechenland, anfing in den Hintergrund zu treten. Ja. Und wir haben heute eine völlig andere Meinung bei den Wählern, die die AfD wählen, nämlich wie damals die eine überwiegende Meinung Euro und Griechenland war, ist jetzt Zuwanderer und Flüchtlinge. Und das hat dazu geführt, dass die AfD in den Umfragen, wohlgemerkt Umfragen, bei 10% bei uns gelandet ist. Ist das denn das Maximum, dass Sie glauben, dass eine Partei wie die AfD erreichen kann? Weil Kollegen gibt es auch, die sehen die schon auch 10 plus X. Auf jeden Fall ist sie nah an der drittstärksten Kraft in Deutschland. Als Meinungsforscher habe ich eins gelernt. Wir machen Umfragen, Untersuchungen, gucken uns die Zahlen an und die Ergebnisse. Aber spekulieren hilft relativ wenig. Das kann nach oben gehen, kann nach unten gehen. Das wäre auch unseriös. Das sind Umfragen, die wir im Moment haben. Und wir wissen selbst, dass uns jetzt immer so etwa ein Drittel der Wähler sagen, ich weiß sowieso nicht, ob ich wählen gehe, was ich wählen gehe. Und sehr viele entscheiden sich aber erst in den letzten Tagen vor der Wahl. Da würde ich vorsichtig sein. Gut, aber was Sie erforscht haben, ist, wer wählt die AfD, Männer oder Frauen? Klar, wir haben uns etwa 10.000 Interviews genommen. Das muss man auch mal sagen, dass es nicht so eine Tausender-Studie ist, wo meistens die Umfragen darauf beruhen, damit man auch statistisch eine gesicherte Basis hat. Und Sie sehen selbst, das Verhältnis Männlein zu Weiblein ist ungefähr 3/4 zu 1/4. Und das ist schon auffällig gewesen. Das war bei der Bundestagswahl noch anders. Da war das Kräfteverhältnis bei Männlein und Weiblein, Männern und Frauen bei der AfD sehr ausgeglichen. Warum sind es denn mehr Männer als Frauen jetzt? Im Moment sehen wir, dass also, wenn man sich anschaut, warum wird die AfD gewählt, was sind die Gründe? Wir unter anderem die Gründe sehen, dass man also ist nicht so, also umgekehrt, wir stellen die Frage, die Flüchtlinge tragen zur Bereicherung des Lebens in der Bundesrepublik bei. Da finden wir zwei völlig unterschiedliche Meinungen im Osten und im Westen. Im Westen gibt es eine leichte Mehrheit, die sagt, jawohl, stimmt. Aha. Im Osten gibt es eine klare ablehnende Mehrheit. Und da sind auch viel mehr Männer, und zwar Männer auch mittlerer Altersgruppen, mittlerer Bildungsgruppen und mittlerer Einkommensgruppen, die sagen, nee, das empfinden wir nicht als Bereicherung. Da sind auch diejenigen, die dann uns im Moment aktiver als Frauen sagen, wir würden die AfD wählen. Und das heißt, was treibt diese Männer? Was ist das, Angst oder was ist das, eine Unsicherheit? Ja, man weiß nicht, ob das Angst ist. Es ist die Frage, dass man zum einen sagt, wir glauben weniger daran, dass wir es schaffen, diese Menschen zu integrieren. Wir glauben auch nicht daran, dass es eine Bereicherung ist. Und wir glauben auch, uns macht uns auch Angst, dass viele Zuwanderer zu uns kommen. Und auch die Frage haben wir mal gestellt. Ja. Wir haben einmal gefragt, macht uns Angst, dass so viele Zuwanderer zu uns kommen oder dass viele Zuwanderer zu uns kommen. Und wir fragen, haben praktisch das gleiche Ergebnis. Man hat die Sorge, dass zu viele Menschen aus fremden Regionen zu uns kommen. Und auch diejenigen, die dann sagen, wir wählen die AfD, warum? Was haben Sie für Sorgen? Warum wählen Sie die? Die gibt es eigentlich zwei Hauptgründe. Einmal, dass man sagt, wir haben Angst, dass wir uns um bezahlbaren Wohnraum mit Ihnen streiten. Und zum Zweiten kommt auch sehr oft die Meinung, wir haben Angst, dass der Islam einen zu starken Einfluss in Deutschland haben könnte. Sie haben untersucht, jung oder alt, wer wählt die AfD, jung oder alt? Da fällt eines auf, die ganz Jungen sind nicht dabei und die ganz Alten auch nicht. Ja, genau das, was ich gerade sagte. Also diese mittleren Altersgruppen sind diejenigen, muss ich mir vorstellen, in Deutschland gibt es etwa 80% der Menschen, die sagen, wir sind mit der Wirtschaft zufrieden. Fast die 80%? Ja, fast die gleiche Menge sagt, und selbst geht es auch ganz gut. Es ist ja auch nicht so, als wenn alle Menschen in Deutschland sagen würden, unsere Politiker sind unfähig. Wir haben ja Zustimmungsraten zu Steinmeier, zu Steinbrück, von über 70%, auch zu Frau Merkels Politik sagen 60%, wir sind damit einverstanden, finden sie gut. Es ist ja nicht so, als wenn alles schlecht wäre in Deutschland, und das ist in diesen Altersgruppen eben auch wieder abzulesen. Sind die mittleren Altersgruppen, wo es auch um Verteilungsängste geht, es war ja immerhin Deutschland eine Insel der Glückseligen, lange, lange Zeit, solange eben die Probleme der Zuwanderung der Flüchtlinge in Griechenland und in Italien waren und nicht in Deutschland. Ost und West haben Sie untersucht, das haben Sie auch gerade schon erwähnt, und da ist in allen Umfragen schneidet die AfD im Osten immer stärker ab als im Westen? Klar, weil da genau gerade, was ich schon mal sagte, die Angst oder die Angst vor Zuwanderung oder die Freude über oder die Meinung, dass also Zuwanderer und Bereicherung sind eben wesentlich geringer sind. Und genau daher kommt das auch. Nun sind Umfragen eben etwas anderes als Wahlergebnisse, wenn Menschen sagen in einer Umfrage, ich finde die AfD gut. Sind die dann in der Wahl genauso stark vertreten oder wählen mehr Leute, als es vorher zugeben, AfD? Oder sind die dann an der Wahl, ohne dann doch wieder
bei CDU, SPD, den Grünen? Also das war ja früher mal immer so die Frage bei uns. Es war, als Deutschland nur aus Westdeutschland bestand, hat man ja lange Zeit gar nicht über rechtsradikale, Rechtsausländerprobleme oder Ausländerprobleme und rechtsradikale Parteien gesprochen, weil man Sorge hatte, da kommen zu viele. Da haben sich die Menschen auch eigentlich gar nicht richtig getraut, den Umfragen zu sagen, wir wählen rechtsradikal oder rechts. Wie ist es heute? Das war einfach früher, das ist heute völlig vorbei. Haben sie gar kein Problem damit. Die Leute sagen ihnen, wir wählen die AfD, da gibt es auch keine Hemmnisse. Auch das haben wir gerade noch mal in Rheinland-Pfalz, die Leute dann noch mal persönlich sagen lassen, was stört sie denn, ohne vorgegebene Meinung. Völlig einheitlich, 90% sind Zuwanderung, sind die Flüchtlinge. Das ist das, warum wir die AfD wählen. Ein Thema bei dieser Partei. Hieß im Umkehrschluss, wenn irgendwann mal das Flüchtlingsthema weg ist, ist dann die AfD auch schon weg? Das kommt darauf an, ob sie in der Zwischenzeit es ihr gelingt, sich in anderen Bereichen mit anderen Themen zu profilieren. Im Moment ist das nicht zu sehen. Ist sie im Moment, wie es vorher in den Köpfen der Wähler eine Ein-Themenpartei war, Euro und Griechenland, ist jetzt eine Ein-Themenpartei, Zuwanderer, Ausländer. Und wir gehen davon aus, dass wir in den Landtagen jetzt einziehen werden. Im März, 3 Wahlen stehen ja an. Nach diesen Umfragen müssten sie drin sein. Aber also sind ja keine Prognosen. Nach diesen Untersuchungen, die wir im Moment haben, müssten sie am 13. März, haben sie gute Chancen, reinzukommen. Es sei denn, das einzige Thema, was sie im Moment stark macht, wird bis Mitte März gelöst. Und die Menschen sehen, dass tatsächlich auch da eine Lösung am Horizont zu sehen ist. Das wollen wir abwarten. Ich danke Ihnen jedenfalls heute, dass Sie uns geholfen haben, ein bisschen einzuschätzen, was ist und wie sich das zusammensetzt. Herzlichen Dank, Reinhard Schlinkert, gerne, für Ihren Besuch. Wir sind nicht alleine in Deutschland damit, dass eine rechte Kraft oder eine Partei, die eben im rechtskonservativen Spektrum ist, Erfolge hat in Europa, ist das seit einigen Jahren eigentlich die Regel. Herr Henkel hat wieder aufgestimmt, weil er sagt, Sie sind ja gar nicht so. Herr Köppel, aber das mit der Angst ist ein ganz wichtiges Element und es eint vielleicht tatsächlich viele, die in Europa rechts wählen, dass man weiß, wenn die Globalisierung eben kommt, wenn viele Menschen zu uns kommen, wenn die Verteilungskämpfe größer werden, dann hat man Angst. Machen Sie mit der Angst Politik? Also zunächst bedanke ich mich mal ganz herzlich, dass Sie hier so großzügig Weltwoche Werbung machen für meine Zeitung. Das freut mich natürlich. Ich kann nur für die Schweiz sprechen. Sie haben jetzt alles in einen Topf hineingeworfen. Und ich bin in der SVP, ich bin ja gewählt worden im letzten Herbst, habe das beste Resultat erzielt. Ich gehe mal davon aus, kann Sie beruhigen, Herr Augstein, das sind also nicht alles Extremisten, die mich gewählt haben. Gucken Sie sich doch das Cover an, Kriminelle Ausländer in der Schweiz. Das hatten wir das letzte Mal vor 70 Jahren. Vielen Dank. Schauen Sie sich das mal an, wie das aussieht. Das ist ein Stürmercover, Herr Köppel. Das ist ein Stürmercover, was Sie machen. Wollen Sie jetzt den Schweizer... Es ist trotzdem Herr Köppel gerade dran. Das möchte ich ganz schnell aufgreifen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe dieses Cover hervorragend gefunden. Natürlich. Dieses Titelbild, ja, super, als das Bild von dem englischen Karikaturisten gekommen ist. Entschuldigung, darf ich schnell etwas aussetzen? Der englische Karikaturist hat hervorragend das Thema erfasst und auf seine Art mit schwarzem britischem Humor auf den Punkt gebracht. Und wenn Sie dieses Cover ansprechen, hier geht es um kriminelle Ausländer in der Schweiz. Und kriminelle Ausländer, Herr Augstein, ist ein riesiges Thema, das wir derzeit in der Schweiz haben. Wir haben 70% aller Gefängnisinsassen sind, sind Ausländer, ausländische Straftäter. Mhm. Wir haben eine riesige Diskussion darüber, wir haben Volksabstimmungen. Und jetzt ist es doch die Aufgabe der Medien, diese Missstände aufzugreifen. Und nicht diese Missstände zu verhebeln und zu verdrängen, wie Sie das nach Köln gemacht haben. Ja. Und da muss ich Ihnen sagen, nochmals, Herr Augstein, wenn Sie sagen, dass man nicht diese Themen aufgreifen, sodass jeder ein Extremist ist, der diese Themen bringt, dann stigmatisieren Sie und dann schüren Sie die den Extremismus. Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Mit solchen Plakaten gehen Ihre Leute in die Werbung. Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Sie sollen alle Themen thematisieren, aber was Sie machen, ist Zuspitzung. Und reiner Rechtspopulismus. Ich staune über Ihre unglaublich fundierten Kenntnisse über die Schweiz. Ich bin beeindruckt von Ihnen. Der Vorwurf steht aber im Raum. Ich bin also zutiefst beeindruckt. Noch einmal, politische Parteien haben den Auftrag, Missstände und Probleme aufzugreifen. Das Plakat, das Sie dort ansprechen, hat einen ganz konkreten Fall, einen bestialischen Mordfall im Berner Oberland aufgegriffen, wo ein Schweizer tatsächlich umgebracht wurde, mit dem Messer, schwerstens verletzt wurde von kosovarischen Tätern. Und jetzt sage ich Ihnen, es ist die Aufgabe der Politik, diese Missstände aufzugreifen. Sie können nicht einfach sagen, aus Ihrer Villa in Berlin, mich interessiert diese Ausländerkriminalität nicht. Die gibt es gar nicht. Ja, wir kennen uns ja noch von früher her. Ja, wir haben auch recherchiert. Sie können diese Themen nicht tabuisieren. Nee, und wenn Sie das machen. Die Frage ist, wie man es macht. Das ist, glaube ich, die Frage auch in diesem Fall gewesen. Der Fall ist deshalb ja auch bekannt geworden, weil Sie vor Gericht verloren haben. Tatsächlich gibt es eine Antirassismus-Strafnorm, gegen die SVP in diesem Falle damit verstoßen hat, weil man gesagt hat, es ist richtig, das aufzugreifen. Aber so, wenn man es so aufgreift, Kosovaren schlitzen Schweizer auf, dann denken natürlich alle Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Und deswegen sind Sie verurteilt worden. Also die beiden, die das eben zu verantworten hatten. Darf ich das ausreden?
Nur ganz kurz. Ja, sicher dürfen Sie ausreden. Also, Antirassismus-Strafnorm und dann stellt sich doch die Frage, wie man Themen aufgreift. Greift man sie so auf, dass man am Ende verantwortungsvoll sagt, hier ist ein Missstand, wir wollen darüber reden? Oder greift man sie so auf, dass ein Gericht verurteilt? Also kommen jetzt den Herr Köppel gefragt. Nur den Punkt damit. Bitte. Einfach mal grundsätzlich. Die SVP ist eine Partei, die in der Schweiz aus dem Rechtsstaat 1848 hervorgegangen ist. Lass mich jetzt ausreden, Frau Maisch, bin ich so ungeduldig. Seit 1929 sind wir solide in der Regierung verankert, direktdemokratische Partei, Rechtsstaat und Meinungsvielfalt, Missstände ansprechen. Ja. Und das ist der Grund, weil wir das machen, weil wir diese Missstände ansprechen, dass in der Schweiz eben nicht solche Extremisten, solche extremistischen Bewegungen entstehen. Die SVP ist eine Partei, vielleicht ähnlich wie die CSU früher, die sagt, rechts von uns darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Und das von Ihnen angesprochene Inserat, da hat es tatsächlich ein Gericht gesagt, das dürfe man nicht machen, weil der Streitfall ist, ob es ein Kosovare war oder zwei, die diesen Schweizer erstochen haben. Und jetzt ist das ein laufendes Verfahren, Frau Maischberger. Es gibt ein Urteil. Sie haben dagegen jetzt Einspruch eingelegt, aber das Urteil ist da. Ja. Und ich sage Ihnen noch einmal, hören Sie auf, Äußerungen, Meinungsäußerungen, die Ihnen nicht passen, zu stigmatisieren. Man muss diese Missstände ansprechen können. Ausländerkriminalität. Ist das denn stigmatisierend? Oder nehmen Sie das Thema, wenn Sie diese Covers anschauen. Fehlkonstruktion, Europäische Union. Das sind riesige Themen. Und das ist noch was anderes. Eine Europäische Union ist eine Sache, ein Kosovare ist ein Mensch und deswegen doch nochmal. Also aber ein Kosovare war ein Täter. Dieser Kosovare hat einen Menschen, es waren zwei Kosovaren in einem Restaurant, die haben einen angegriffen. Ja. Sind Sie der Meinung, dass man das nicht sagen darf? Das muss man doch sagen können. Da stand ja auch nicht, ein Kosovare hat einen Schweizer mit dem Messer angegriffen, sondern eine Kosovare schützt den Schweizer auf. Hören wir doch jetzt auf, über diesen Fall zu sprechen. Jetzt wollte ich mich fragen, oder ist das da? Frau Maischberger, glaube ich, die Sendung. Das ist genau das, was Herr Köppel beschreibt. Ja, Frau Maischberger, Entschuldigung, wir sind bei dem Thema, werden Missstände angesprochen. Wenn Sie hat, wenn Sie es erlauben, würde ich noch gerne mitreden dabei. Ja, das tun Sie ja gerne. Und Sie sind auch ungeduldig, wenn es darum geht, dass die Antwort ein bisschen länger braucht. Aber genau die Missstände werden in Deutschland, Frau Maischberger, nicht angesprochen. Herr Augstein wusste doch genau, was in Köln alles nicht passiert ist. Tage später stellt sich heraus, dass die Medien tatsächlich nur sehr zögerlich berichtet haben und dass sie leider sehr falsch damit lagen, was sie den Kölnern vorgeworfen haben. Aber Herr Augstein, Sie liegen mit Ihrer Einstellung so oft falsch. Wir wissen, dass wir in Deutschland ein Problem damit haben, wenn es um Kriminalität geht, die nicht von Deutschen begangen ist, dass es lange Zeit ein Schweigekartell auch bei der Polizei gab, das sich Gott sei Dank ändert und dass wir hoffentlich, genau wie Herr Köppel sagt, nur dann den Extremisten das Wasser abgraben können, wenn wir endlich alle darüber reden, dass wir mit der Migration auch ein Kriminalitätsproblem oder Religionsproblem importieren. Ich würde gerne über alle Themen reden dürfen und auch sollen. In der Demokratie muss man unterschiedliche Meinungen haben können. Aber man muss einer Partei schon vorhalten können. Ihrer und ihrer. Die Art und Weise, wie das geschieht. Ja, natürlich. Mache ich das, was ich sage, in der Form, dass ich Angst und Hetze verbreite, dass ich pauschal Völker zum Beispiel diskreditiere, mache ich mit all den Mitteln, die wir kennen. Und der Hinweis, dass das ein Stürmerplakat ist, zeigt ja auch, aus welcher geistigen Richtung das kommt, wenn man das macht. Herr Stegner hat das Wort. Was ich sage ist, wenn die SPD auf die Idee käme, sagen, man dürfe darüber nicht reden, würden wir einen großen Fehler machen. Aber schauen Sie mal, aber wir wollen doch bitte, dass man seriös über Dinge spricht und nicht Kriminalität in der Form aufarbeitet. Die Schweizer sozusagen werden bedroht von den Kosovaren, das ist die Aussage. Und so machen Sie das auch. Deutsche Frauen müssen geschützt werden vor afrikanischen Männern, so machen Sie das. Diese deutschen Frauen sind so klug, dass sie nur zu 3% wählen würden, weil sie nämlich gar nicht geschützt werden. Wofür ich heute werbe, Herr Kollege, ist, dass man ein gewisses Maß an Vernunft in der Art und Weise, wie man sich äußert. Und dass man nicht meint, dass man legitimiert ist, Hetze zu betreiben und den anderen vorzuwerfen, man dürfe über die Dinge nicht reden. Wir haben ja keine Propagandasendung. Was machen Sie, wenn Sie die Propaganda und Hetze Herr Stegner, ganz herzlich Dank für Ihre Anweisung. Sie haben ja damals noch eine Volksabstimmung geschrieben. Die spielen die Schweizer, also ein unglaublich differenziertes Urteil hier, nicht pauschalisieren. So. Aber jetzt, Entschuldigung, warten Sie mal schnell, Frau Maischberger. Sehr gerne. Das ist doch keine Hetze, wenn man anspricht, welche Themen wichtig und die Leute beschäftigen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir waren einen Schritt weiter, Herr Köppel. Es ist die Frage, wie. Wenn wir uns darauf einigen, dass wir hinter der Wie-Frage nicht zurückgehen, sind wir wieder im Geschäft. Also diese Zeichnung da bringt hervorragend das Thema der kriminellen Ausländer auf den Punkt. Ja. Und Herr Augstein, Sie wollen eben nicht über diese Themen sprechen, Herr Stegner. Sie kriminalisieren jeden, der dieses Thema anspricht. Der wird von Ihnen ja sogar noch in die Schweiz. Wird man immer unterbrochen? Schade, dass wir hier nicht über die Ausschaffung... Sie wollen über
über diese Themen nicht sprechen. Sie wollen über diese Themen nicht sprechen. Und damit, Herr Augstein, ich betone es, schüren Sie den Rassismus, schüren Sie den Extremismus. Sie reden von kriminellen Ausländern, aber das, was Sie im Moment vorantreiben in der Schweizer Politik, ist, dass wenn eine Putzfrau einen kleinen Sozialbetrug macht, dann soll sie in der Schweiz, wenn es nach Ihnen geht, wenn es eine ausländische Putzfrau ist, rausgeworfen werden. Sie haben keine Ahnung. Ich habe Ahnung. Ihr eigener Oberstaatsanwalt aus Zürich ist gegen das, was Sie da wollen. Bevor wir jetzt eine Schweizer Debatte beginnen, muss ich tatsächlich... Nein, an der Stelle, wir werden das heute, es ist ganz kompliziert, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Ich würde lieber Herrn Henkel, ich würde gerne Herrn Henkel... Sie mal in die Schweiz ein, Herr Augstein, da können Sie sich einmal über den ganz schlimmen wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen. Aber eine grundsätzliche Frage würde ich doch jetzt gerne Herrn Henkel, weil Sie auch im Europaparlament sind, stellen. Die Globalisierung ist etwas, was die Wirtschaft sehr lange vehement verteidigt hat, als eben etwas, was Wohlstand für alles bringt. Ist die Schattenseite der Globalisierung das, was Herr Augstein einmal beschrieben hat, mit dem Wachsen auch des völkischen Denkens, also dieses Gefühls, dass man in dem eigenen Volk wieder seine Identität findet? Ist das einfach eine Kehrseite, die man in Kauf nehmen muss? Nein, nicht unbedingt. Also von einem bin ich überzeugt, wenn er das meinte, hat er recht, dass die Globalisierung dazu führt, dass Menschen sich immer stärker verändern müssen. Das liegt am technologischen Fortschritt, an der Begegnung mit anderen Kulturen und so weiter. Es führt dazu, dass das Gefühl zur Heimat stärker wird, dass die Bedeutung der Region wieder stärker wird. Das ist ja per se mal neutral. Ja. Und deshalb ist zum Beispiel die Schweizer Verfassung, nach meiner Meinung, der Schweizer Staat mit seinen Kantonen und seiner Möglichkeit, die Kantone bzw. das Volk zu befragen, eigentlich sehr gut aufgestellt. Das Problem, was wir in Europa haben, ist, dass wir dabei sind, die Vereinigten Staaten von Europa zu machen, die Region immer den Regionen immer weniger Bedeutung zuzumessen, immer mehr nach Brüssel nach oben kommen zu lassen. Es wird immer zentralisierter. Die unterschiedlichen Kulturen werden glatt gebügelt, weil man immer harmonisieren muss. Harmonisierung ist genau das Gegenteil von Vielfalt. Mhm. Und das führt nach meiner festen Überzeugung zu einer falschen Reaktion auf die Globalisierung. Die Globalisierung müsste eigentlich mit mehr Heimat, mit mehr Region begleitet werden. Also mehr Verantwortung runter in die Kommunen, mehr Verantwortung runter in die Regionen. Und nur dann, wenn sie diese Verantwortung nicht wahrnehmen können, dann soll es nach Berlin. Und nur wenn Berlin es nicht kann, soll es nach Brüssel. Im Augenblick läuft es genau umgekehrt. Im Augenblick muss Europa her, übrigens als Nebenprodukt der Tatsache, dass der Euro sonst nicht zu retten ist. Der Euro erwartet Harmonisierung, der erwartet Zentralisierung, der erwartet die auch die Vergemeinschaftung. Die italienische Regierung hat jetzt gestern offiziell vorgeschlagen, dass die europäische Arbeitslosenversicherung vergemeinschaftet wird. Man muss sich mal überlegen, was das bedeutet. Herr Augstein, ist das sozusagen das, was man bekommt, wenn man sagt, also wir sind ein großes Europa, die nationalen Grenzen sind eben nicht mehr der eigentliche Punkt, sondern das ist ja auch ein Schengen-Thema. Es wird verlagert, dass die Leute dann sagen, nein, das wollen wir nicht. Und ob dann jetzt eine Partei ankommt, die AfD ist oder eine andere, es ist egal, die Menschen wollen wieder das kleine Erkennbare haben, wo sie sich wohlgefühlt haben, bevor das alles losging. Ja, aber was sollen das sein? Sachsen, Dresden, dann doch wieder die Mauer bauen? Ich glaube, man kann von den Leuten heute schon erwarten, so erwachsen zu sein, zu sehen, dass es halt, sie sind halt nicht in der Sackgasse, sondern das geht halt in beide Richtungen. Und wenn sie ihre Autos verkaufen wollen in die ganze Welt, wenn sie über die Hälfte des deutschen Außenhandels in Europa machen wollen, dann hat das Konsequenzen. Man kann natürlich sich abschotten. Nochmal, der ungarische Weg, das kann man ja machen, wie Herr Orban. Die Kosten sind einfach nur sehr groß. Man muss dann auch die Kosten, ich glaube, da lügen, das ist noch eine Sache, wo Sie sich echt in die Tasche legen. Sie sagen den Leuten nicht, Sie haben charmant. Meine Damen und Herren, nicht die realen Kosten ihrer Politik. Das ist ein echtes Problem. Das werden die dann später merken. Wir haben uns heute auf grundsätzliche Regeln des Miteinanderredens nicht einigen können. Ich hoffe, bei den politischen Auseinandersetzungen werden wir bei den nächsten Sendungen besser. Danke Ihnen für eine muntere und sehr lebendige Debatte. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Nächste Woche an dieser Stelle weiter, vermutlich mit ähnlichen Themen. Schönen Abend noch. Das habe ich nicht so gesagt. Nein, ich habe damals immer gesagt, jetzt tun Sie so, als wären Sie erstaunt, was dabei rausgekommen ist. Nein, Moment mal, Herr Augstein. Also jetzt verwechseln Sie mal Ursache und Wirkung nicht. Als diese Partei gegründet wurde, war es aus der Sicht der Medien eine Professorenpartei und eine Ein-Themen-Partei. Mit einem eurokritischen Thema, genau. Sie hat sich angeblich ja nur um den Euro gekümmert. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Dann haben diese Parteien gemerkt, dass sie in diesen Talkshows, und insofern waren die Talkshows schon wichtig, gegen Leute wie Stabatti, Lucke und meine Wenigkeit bei den Argumenten nicht mehr mithalten konnten. Wissen Sie, was sie gemacht haben?
Die haben das gemacht, was Parteien in Deutschland machen, wenn Konkurrenz aufkommt. Sie haben sie in die rechte Ecke geschoben. Wir wurden von Anfang an als eine rechtspopulistische Partei bezeichnet, also, zu einer Zeit, wo wir es noch nicht waren. Also. So, Moment, lassen Sie mich das mit dem Punkt mal machen. Ausreden, ja. Das haben die Medien aufgegriffen. Und dann hatte, ja, so war es. Und dann hatten wir, damals war es nicht so. Doch, es war schon. Es war, ach, das, jetzt wollen Sie nur Recht gehabt haben. Jetzt lassen Sie doch mal Herrn Henkel. Sie können die europäische Partei, lassen Sie den Punkt noch mal machen. Sie können die schon immer für Arbeitslosigkeit Deutschland, Sie wollen heute Euro abschaffen. Hör mal zu, es sind 6.000 Leute aus dieser Partei mit Lucke und mir ausgetreten. Die Zahlen stimmen leider auch nicht. Ja, dann sind es vielleicht 5.000 gewesen. Die genauen Zahlen weiß ich nicht. Aber Sie können sich vorstellen, welche Art von Personen danach wieder eingetreten sind. Was mich interessiert, diese Partei hat sich dramatisch verändert. Heute hat der ehemalige Ministerpräsident Teufel ein wunderbares Interview dazu gegeben. Und er hat es verglichen mit dem Einzug der Republikaner in den baden-württembergischen Landtag. Die hatten damals 10% bekommen. Darf ich einmal das zusammenfassen? Das lief ähnlich. Ich wollte es einmal zusammenfassen. Sie sagen, Sie haben vorher etwas gesagt, dass die sind unterwandert worden von den Rechten. Das heißt also, es haben sich da in diese Partei Kräfte hineinbegeben. Ob Sie die jetzt am Anfang gesehen haben oder nicht, das ist auch schon ein Punkt, ist die eine Sache. Aber Sie sagen, die ist heute rechts unterwandert. Hieße aber, dass es in der Tat nicht Einzelfälle sind, wenn wir jetzt solche Zitate, und man könnte die Liste fortsetzen, bringen, sondern es ist die Grundrichtung der Partei. So, das ist aber nochmal ein Punkt zu Herrn Augstein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben zwei große Fehler gemacht. Wir haben erstens das zu spät gemerkt. Das war der eine Fehler. Und dann haben wir noch einen größeren Fehler gemacht. Als wir es merkten, haben wir zu spät reagiert. Hätten Sie und denn bei Alpha, um das mal klar zu machen, machen wir es anders. Wir werden jetzt keine Mitglieder aufnehmen, bevor Sie nicht ein Jahr lang Kandidat waren. Wir wollen nicht noch einmal unterwandert werden. Frau Petry, so jetzt sind Sie dran. Wie gefährlich halten Sie denn die rechten Strömungen in Ihrer Partei? Und wie gesagt, es ließe sich die Liste ja schon noch ein bisschen fortsetzen mit eben Äußerungen, ob die auf Facebook sind, auf Veranstaltungen, auf öffentlichen Plätzen. Wie gefährlich ist die rechte Strömung in der AfD? Kämpfen Sie dagegen? Also eine Partei wie die AfD, die in der Tat von 2013 einen großen Zulauf, aber auch Abflüsse hatte, die zu keinem Zeitpunkt rechts unterwandert war, wie das gern dargestellt wird, das müsste Herr Henkel wissen, aber er kennt die Partei eben nicht so gut, er hat sie von Anfang an nicht so gut gekannt. Was tatsächlich in Landesverbänden war, das hat er Herr Henkel. Ja, dann hätten Sie sich damit mal befasst, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben ein sehr strenges Aufnahmeverfahren, Frau Maischberger, in der AfD von Anfang an gehabt, das haben wir zu keinem Zeitpunkt verändert. Und natürlich haben wir in einer Partei, in einer konservativ-liberalen Partei, mit die da aus allen möglichen Strömungen. Es ist auch richtig, dass uns... Die Flüchtlinge tragen zur Bereicherung des Lebens in der Bundesrepublik bei. Mhm. Da finden wir zwei völlig unterschiedliche Meinungen im Osten und im Westen. Mhm. Im Westen gibt es eine leichte Mehrheit, die sagt, jawohl, stimmt. Aha. Im Osten gibt es eine klare ablehnende Mehrheit. Und da sind auch viel mehr Männer, und zwar Männer auch mittlerer Altersgruppen, mittlerer Bildungsgruppen und mittlerer Einkommensgruppen, die sagen, nee, das empfinden wir nicht als Bereicherung. Und da sind auch diejenigen, die dann uns im Moment aktiver als Frauen sagen, wir würden die AfD wählen. Und das heißt, was treibt diese Männer? Was ist das, Angst oder was ist das, eine Unsicherheit? Ja, man weiß nicht, ob das Angst ist. Es ist die, Frage, dass man zum einen sagt, wir glauben weniger daran, dass wir es schaffen, diese Menschen zu integrieren. Wir glauben auch nicht daran, dass es eine Bereicherung ist. Und wir glauben auch, uns macht uns auch Angst, dass viele Zuwanderer zu uns kommen. Und auch die Frage haben wir mal gestellt. Ja. Wir haben einmal gefragt, macht uns Angst, dass so viele Zuwanderer zu uns kommen oder dass viele Zuwanderer zu uns kommen. Und wir fragen, haben praktisch das gleiche Ergebnis. Mhm. Man hat die Sorge, dass zu viele Menschen aus fremden Regionen zu uns kommen. Und auch diejenigen, die dann sagen, wir wählen die AfD, warum? Was haben Sie für Sorgen? Warum wählen Sie die? Die gibt es eigentlich zwei Hauptgründe. Einmal, dass man sagt, wir haben Angst, dass wir uns um bezahlbaren Wohnraum mit Ihnen streiten. Mhm. Und zum Zweiten kommt auch sehr oft die Meinung, wir haben Angst, dass der Islam einen zu starken Einfluss in Deutschland haben könnte. Sie haben untersucht, jung oder alt, wer wählt die AfD, jung oder alt? Da fällt eines auf, die ganz Jungen sind nicht dabei und die ganz Alten auch nicht. Ja, genau das, was ich gerade sagte. Also diese mittleren Altersgruppen sind diejenigen, muss ich mir vorstellen, in Deutschland gibt es etwa 80% der Menschen, die sagen, wir sind mit der Wirtschaft zufrieden. Mhm. Fast die gleiche Menge sagt, und selbst geht es auch ganz gut. Es ist ja auch nicht so, als wenn alle Menschen in Deutschland sagen würden, unsere Politiker sind unfähig. Wir haben ja Zustimmungsraten zu Steinmeier, zu Steinbrück, von über 70%, auch zu Frau Merkels Politik sagen 60%, wir sind damit einverstanden, finden sie gut. Es ist ja nicht so, als wenn alles schlecht wäre in Deutschland, und das ist in diesen Altersgruppen eben auch wieder abzulesen. Es sind die mittleren Altersgruppen, wo es auch um Verteilungsängste geht. Es war ja immerhin Deutschland eine Insel der Glückseligen, lange, lange Zeit, solange eben die Probleme der Zuwanderung der Flüchtlinge in Griechenland und in Italien waren und nicht in Deutschland. Ost und West haben Sie untersucht, das haben Sie auch gerade schon erwähnt, und da ist in allen Umfragen schneidet die AfD im Osten immer stärker ab als im Westen? Klar, weil da genau gerade, was ich schon mal sagte, die Angst oder die Angst vor Zuwanderung oder die Freude über oder die Meinung, dass also Zuwanderer und Bereicherung sind eben wesentlich geringer sind. Und genau daher kommt das auch. Nun sind Umfragen eben etwas anderes als Wahlergebnisse, wenn Menschen sagen in einer Umfrage, ich finde die AfD gut. Sind die dann in der Wahl genauso stark vertreten oder wählen mehr Leute, als es vorher zugeben, AfD? Oder sind die dann an der Wahl, ohne dann doch wieder
bei CDU, SPD, den Grünen? Also das war ja früher mal immer so die Frage bei uns. Es war, als Deutschland nur aus Westdeutschland bestand, hat man ja lange Zeit gar nicht über rechtsradikale Rechtsausländerprobleme oder Ausländerprobleme und rechtsradikale Parteien gesprochen, weil man Sorge hatte, da kommen zu viele. Da haben sich die Menschen auch eigentlich gar nicht richtig getraut, den Umfragen zu sagen, wir wählen rechtsradikal oder rechts. Wie ist es heute? Das war einfach früher, das ist heute völlig vorbei. Haben Sie gar kein Problem damit? Die Leute sagen Ihnen, wir wählen die AfD, da gibt es auch keine Hemmnisse. Auch das haben wir gerade noch mal in Rheinland-Pfalz, die Leute dann noch mal persönlich sagen. Gut, aber was Sie erforscht haben, ist, wer wählt die AfD, Männer oder Frauen? Klar, wir haben uns etwa 10.000 Interviews genommen. Da muss man auch mal sagen, dass es nicht so eine Tausender-Studie ist, wo meistens die Umfragen darauf beruhen, damit man auch statistisch eine gesicherte Basis hat. Und Sie sehen selbst, das Verhältnis Männlein zu Weiblein ist ungefähr 3/4 zu 1/4. Und das ist schon auffällig gewesen. Das war bei der Bundestagswahl noch anders. Da war das Kräfteverhältnis bei Männlein und Weiblein, Männern und Frauen bei der AfD sehr ausgeglichen. Warum sind es denn mehr Männer als Frauen jetzt? Im Moment sehen wir, dass, also wenn man sich anschaut, warum wird die AfD gewählt, was sind die Gründe? Wir unter anderem die Gründe sehen, dass man also ist nicht so, also umgekehrt, wir stellen die Frage, die Flüchtlinge tragen zur Bereicherung des Lebens in der Bundesrepublik bei. Da finden wir zwei völlig unterschiedliche Meinungen im Osten und im Westen. Mhm. Im Westen gibt es eine leichte Mehrheit, die sagt, jawohl, stimmt. Aha. Im Osten gibt es eine klare ablehnende Mehrheit. Und da sind auch viel mehr Männer, und zwar Männer auch mittlerer Altersgruppen, mittlerer Bildungsgruppen und mittlerer Einkommensgruppen, die sagen, nee, das empfinden wir nicht als Bereicherung. Da sind auch diejenigen, die dann uns im Moment aktiver als Frauen sagen, wir würden die AfD wählen. Und das heißt, was treibt diese Männer? Was ist das, Angst oder was ist das, eine Unsicherheit? Ja, man weiß nicht, ob das Angst ist. Es ist die, Frage, dass man zum einen sagt, wir glauben weniger daran, dass wir es schaffen, diese Menschen zu integrieren. Wir glauben auch nicht daran, dass es eine Bereicherung ist. Und wir glauben auch, uns macht uns auch Angst, dass viele Zuwanderer zu uns kommen. Und auch die Frage haben wir mal gestellt. Ja. Wir haben einmal gefragt, macht uns Angst, dass so viele Zuwanderer zu uns kommen oder dass viele Zuwanderer zu uns kommen. Und wir fragen, haben praktisch das gleiche Ergebnis. Mhm. Man hat die Sorge, dass zu viele Menschen aus fremden Regionen zu uns kommen. Und auch diejenigen, die dann sagen, wir wählen die AfD, warum? Was haben Sie für Sorgen? Warum wählen Sie die? Die gibt es eigentlich zwei Hauptgründe. Einmal, dass man sagt, wir haben Angst, dass wir uns um bezahlbaren Wohnraum mit Ihnen streiten. Mhm. Und zum Zweiten kommt auch sehr oft die Meinung, wir haben Angst, dass der Islam einen zu starken Einfluss in Deutschland haben könnte. Sie haben untersucht, jung oder alt, wer wählt die AfD, jung oder alt? Da fällt eines auf, die ganz Jungen sind nicht dabei und die ganz Alten auch nicht. Ja, genau das, was ich gerade sagte. Also diese mittleren Altersgruppen sind diejenigen, muss ich mir vorstellen, in Deutschland gibt es etwa 80% der Menschen, die sagen, wir sind mit der Wirtschaft zufrieden. Mhm. Fast die 80%? Fast die gleiche Menge sagt, und selbst geht es auch ganz gut. Es ist ja auch nicht so, als wenn alle Menschen in Deutschland sagen würden, unsere Politiker sind unfähig. Wir haben ja Zustimmungsraten zu Steinmeier, zu Steinbrück, von über 70%, auch zu Frau Merkels Politik, sagen 60%, wir sind damit einverstanden, finden sie gut. Es ist ja nicht so, als wenn alles schlecht wäre in Deutschland, und das ist in diesen Altersgruppen eben auch wieder abzulesen. Das sind die mittleren Altersgruppen, wo es auch um Verteilungsängste geht. Es war ja immerhin Deutschland eine Insel der Glückseligen, lange, lange Zeit, solange eben die Probleme der Zuwanderung der Flüchtlinge in Griechenland und in Italien waren und nicht in Deutschland. Ost und West haben Sie untersucht, das haben Sie auch gerade schon erwähnt, und da ist in allen Umfragen schneidet die AfD im Osten immer stärker ab als im Westen? Klar, weil da genau gerade, was ich schon mal sagte, die Angst oder die Angst vor Zuwanderung oder die Freude über oder die Meinung, dass also Zuwanderer und Bereicherung sind eben wesentlich geringer sind. Und genau daher kommt das auch. Nun sind Umfragen eben etwas anderes. Und deswegen muss man zwischen Außengrenzen und zwischen Binnengrenzen der Europäischen Union dann tun Sie das mal in Sorgen, dafür, dass die Binnengrenzen nicht genauso kontrolliert werden. Es ist nicht mehr möglich, darüber eine Debatte zu führen, die offensichtlich debattieren. Aber mit Ideologen wie Herrn Stegner müssen wir erst zu den Fakten zurückkommen, bevor wir Lösungen finden können. Das ist mit Ihnen sehr schwierig. Dankeschön. Ich würde gerne einen Einschub machen, dann können wir alle noch mal uns überlegen, ob wir dem anderen erst zuhören und dann auch das Argument, auch wenn es einem nicht gefällt, möglicherweise, das gilt ja für alle Seiten, dann doch noch mal hören. Ich würde gerne eines noch machen, weil die Frage tatsächlich, warum die AfD so stark geworden ist, möglicherweise etwas damit zu tun hat, mit welchem Thema sie sich verbunden hat. Wie ist sie stark geworden? Wann ist sie stark geworden? Ich möchte ganz kurz einen Blick darauf werfen. Einen Fachmann haben wir jetzt bei uns, der sich mit Zahlen auseinandersetzt. Reinhard Schlinkert von Infratest DIMAG. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Herr Schlinkert, die Fieberkurve haben wir ganz kurz gesehen. Tatsächlich die AfD im Moment bei 10%. Man sieht aber auch, das ist Januar 2015, das ist Januar 2016, dass sie eben im Sommer letzten Jahres ganz unten war. Das war die Streitphase der Partei. Wie ist es gekommen, dass sie jetzt so rasant nach oben gegangen ist? Das war vielleicht weniger die Streitphase der Partei als der Zeitpunkt, als das Thema, was damals die AfD-Wähler bewegte, nämlich Euro und Griechenland, anfing in den Hintergrund zu treten. Ja. Und wir haben heute eine völlig andere Meinung bei den Wählern, die AfD wählen, nämlich wie damals die eine überwiegende Meinung Euro und Griechenland war, ist jetzt Zuwanderer und Flüchtlinge. Und das hat dazu geführt, dass die AfD in den Umfragen, wohlgemerkt Umfragen, bei 10% bei uns gelandet ist. Ist das denn das Maximum, dass Sie glauben, dass eine Partei wie die AfD erreichen kann? Weil Kollegen gibt es auch, die sehen die schon auch 10 plus X. Auf jeden Fall ist sie nah an der drittstärksten Kraft in Deutschland.
Als Meinungsforscher habe ich eins gelernt. Wir machen Umfragen, Untersuchungen, gucken uns die Zahlen an und die Ergebnisse. Aber spekulieren hilft relativ wenig. Das kann nach oben gehen, kann nach unten gehen. Das wäre auch unseriös. Das sind Umfragen, die wir im Moment haben. Und wir wissen selbst, dass uns jetzt immer so etwa ein Drittel der Wähler sagen, ich weiß sowieso nicht, ob ich wählen gehe, was ich wählen gehe. Und sehr viele entscheiden sich aber erst in den letzten Tagen vor der Wahl. Da würde ich vorsichtig sein. Gut, aber was Sie erforscht haben, ist, wer wählt die AfD, Männer oder Frauen? Klar. Wir haben uns etwa 10.000 Interviews genommen. Da muss man auch mal sagen, dass es nicht so eine Tausender-Studie ist, wo meistens die Umfragen darauf beruhen, damit man auch statistisch eine gesicherte Basis hat. Und Sie sehen selbst, das Verhältnis Männlein zu Weiblein ist ungefähr 3/4 zu 1/4. Und das ist schon auffällig gewesen. Das war bei der Bundestagswahl noch anders. Da war das Kräfteverhältnis bei Männlein und Weiblein, Männern und Frauen bei der AfD sehr ausgeglichen. Warum sind es denn mehr Männer als Frauen jetzt? Im Moment sehen wir, dass also, wenn man sich anschaut, warum wird die AfD gewählt, was sind die Gründe? Wir unter anderem die Gründe sehen, dass man also ist nicht so, also umgekehrt, wir stellen die Frage, die Flüchtlinge tragen zur Bereicherung des Lebens in der Bundesrepublik bei. Da finden wir zwei völlig unterschiedliche Meinungen im Osten und im Westen. Im Westen gibt es eine leichte Mehrheit, die sagt, jawohl, stimmt. Aha. Im Osten gibt es eine klare ablehnende Mehrheit. Und da sind auch viel mehr Männer, und zwar Männer auch mittlerer Altersgruppen, mittlerer Bildungsgruppen und mittlerer Einkommensgruppen, die sagen, nee, das empfinden wir nicht als Bereicherung. Da sind auch diejenigen, die dann uns im Moment aktiver als Frauen sagen, wir würden die AfD wählen. Und das heißt, was treibt diese Männer? Was ist das, Angst oder was ist das, eine Unsicherheit? Ja, man weiß nicht, ob das Angst ist. Es ist die, Frage, dass man zum einen Fortsetzen bringen, sondern es ist die Grundrichtung der Partei. So, das ist aber nochmal ein Punkt zu Herrn Augstein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben zwei große Fehler gemacht. Wir haben erstens das zu spät gemerkt. Das war der eine Fehler. Und dann haben wir noch einen größeren Fehler gemacht. Als wir es merkten, haben wir zu spät reagiert. Hätten Sie und denn bei Alpha, um das mal klar zu machen, machen wir es anders. Wir werden jetzt keine Mitglieder aufnehmen, bevor sie nicht ein Jahr lang Kandidat waren. Wir wollen nicht noch einmal unterwandert werden. Frau Petry, so jetzt sind Sie dran. Wie gefährlich halten Sie denn die rechten Strömungen in Ihrer Partei? Und wie gesagt, es ließe sich die Liste ja schon noch ein bisschen fortsetzen mit eben Äußerungen, ob die auf Facebook sind, auf Veranstaltungen, auf öffentlichen Plätzen. Wie gefährlich ist die rechte Strömung in der AfD? Kämpfen Sie dagegen? Also eine Partei wie die AfD, die in der Tat von 2013 einen großen Zulauf, aber auch Abflüsse hatte, die zu keinem Zeitpunkt rechts unterwandert war, wie das gern dargestellt wird, das müsste Herr Henkel wissen, aber er kennt die Partei eben nicht so gut, er hat sie von Anfang an nicht so gut gekannt. Was tatsächlich in Landesverbänden war, das hat Herr Henkel, ja, das hätten sich die Mitglieder mal befasst, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben ein sehr strenges Aufnahmeverfahren, Frau Maischberger, in der AfD von Anfang an gehabt, das haben wir zu keinem Zeitpunkt verändert. Und natürlich haben wir in einer Partei, in einer konservativ-liberalen Partei, mit Mitglieder aus allen möglichen Strömungen. Es ist auch richtig, dass uns Mitglieder verlassen haben, aber auch nach Sommer 2015 hat das Aufnahmeverfahren sich nicht geändert. Falsch ist, dass die Partei sich geändert hat, sonst hätte Alpha ja Teil des Parteiprogramms nicht mitnehmen müssen und es jetzt zu kopieren. Also das ist einfach kompletter Unsinn, der da verbreitet wird. Und auch das Faktenverordnungsverfahren scheint in der Öffentlichkeit nicht bekannt zu sein. Alles Einzelfälle. Also reicht nein, das nicht für den Verfassungsschutz? Frau Maischberger, nochmal, der Verfassungsschutz hat mehrfach gesagt, das wissen Sie genauso gut wie ich, Herr Stegner, dass es keinen Grund zur Beobachtung gibt. Das hat er auf mehreren Ebenen. Entscheidet die Politik, wen der Verfassungsschutz beobachtet. Und ich bin dafür, dass man verfassungsfeindliche Parteien beobachtet, weil sie nämlich in der Tat eine Form haben, öffentlich auch Hetze gegen Flüchtlinge zu betreiben, wo ich Ihnen sagen möchte, ich halte Sie politisch für mitverantwortlich dafür, dass jede zweite Nacht in Deutschland ein Flüchtlingsheim brennt. Und ich will Ihnen mal sagen, Sie sind auch verantwortlich für sowas. Ja. Es gibt hier Steckbriefe, zum Beispiel dieses hier mit meinem Kopf drauf, wo Sie Steckbriefe für demokratische Politiker machen. Das macht Ihre Jugendorganisation. Vergleichbares hier, Ihr baden-württembergische Partei im Wahlkampf. Steckbriefe gegen demokratische Politiker, wo Sie die bezichtigen, an Mordfans sind zum Abschluss freigegeben mit Pistolen drauf. Sowas macht Ihre Partei, das verantworten Sie. Parteien, die sowas machen, richten unser Land zugrunde und die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Und Sie können ganz sicher sein, diese 152 Jahre alte Sozialdemokratie, die wirklich genug Erfahrung mit Demokratiefeinden hat, die erkennt die und die bekämpft sie. Und da schüchtern Sie niemanden ein. Und da ist Ihr freundliches Gesicht in der Talkshow das eine. Aber die Realität ist das andere und die wird hier angesprochen. Und bei den Inhalten Ihrer Partei waren wir noch gar nicht. Warum sind nur 3% der Frauen zum Beispiel dafür, Sie zu wählen, 17% der Männer? Weil die zum Beispiel mit Gleichstellung nichts am Hut haben. Sie haben ein Frauenbild von vorgestern und vieles andere mehr, was man hier hat. Verstehen Sie, wenn wir darüber reden, wie Sie mit anderen Parteien umgehen, wie Sie ausgrenzen, wie Sie ohne Grund Vorwürfe von Rassisten aus einer Feindlichkeit erheben, halten Sie für besseren Demokraten? Ich glaube, Sie sind ein echt armes Geschöpf, also, wenn Sie nicht erkennen, dass nur die Diskussion über Inhalte uns dazu bringen kann, das Land voranzubringen. Insofern, nein. Wir haben zwei große Fehler gemacht. Wir haben erstens das zu spät gemerkt. Das war der eine Fehler. Und dann haben wir noch einen größeren Fehler gemacht. Als wir es merkten, haben wir zu spät reagiert. Hätten Sie und denn bei Alpha, um das mal klar zu machen, machen wir es anders. Wir werden jetzt keine Mitglieder aufnehmen, bevor sie nicht ein Jahr lang
Kandidat waren. Wir wollen nicht noch einmal unterwandert werden. Frau Petri, so jetzt sind Sie dran. Wie gefährlich halten Sie denn die rechten Strömungen in Ihrer Partei? Und wie gesagt, es ließe sich die Liste ja schon noch ein bisschen fortsetzen mit eben Äußerungen, ob die auf Facebook sind, auf Veranstaltungen, auf öffentlichen Plätzen. Wie gefährlich ist die rechte Strömung in der AfD? Kämpfen Sie dagegen? Also eine Partei wie die AfD, die in der Tat von 2013 einen großen Zulauf, aber auch Abflüsse hatte, die zu keinem Zeitpunkt rechts unterwandert war, wie das gern dargestellt wird, das müsste Herr Henkel wissen, aber er kennt die Partei eben nicht so gut, er hat sie von Anfang an nicht so gut gekannt. Was tatsächlich in Landesverbänden war, das hat er ja, das hätten sich die Mitglieder mal befasst, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben ein sehr strenges Aufnahmeverfahren, Frau Maischberger, in der AfD von Anfang an gehabt, das haben wir zu keinem Zeitpunkt verändert. Und natürlich haben wir in einer Partei, in einer konservativ-liberalen Partei, mit Mitglieder aus allen möglichen Strömungen. Es ist auch richtig, dass uns Mitglieder verlassen haben, aber auch nach Sommer 2015 hat das Aufnahmeverfahren sich nicht geändert. Falsch ist, dass die Partei sich geändert hat, sonst hätte Alpha ja Teil des Parteiprogramms nicht mitnehmen müssen und es jetzt zu kopieren. Also das ist einfach kompletter Unsinn, der da verbreitet wird und auch das Faktenverordnungsverfahren scheint in der Öffentlichkeit nicht bekannt zu sein. Alles Einzelfälle. Also reicht Nein, das nicht für den Verfassungsschutz? Frau Maischberger, auch mal der Verfassungsschutz, das ist reicht schon für den der Verfassungsschutz hat mehrfach gesagt, das wissen Sie genauso gut wie ich, Herr Stegner, dass es keinen Grund zur Beobachtung gibt. Das hat er auf mehreren Ebenen. Entscheidet die Politik, wen der Verfassungsschutz beobachtet. Und ich bin dafür, dass man verfassungsfeindliche Parteien beobachtet, weil sie nämlich in der Tat eine Form haben, öffentlich auch Hetze gegen Flüchtlinge zu betreiben, wo ich Ihnen sagen möchte, ich halte Sie politisch für mitverantwortlich dafür, dass jede zweite Nacht in Deutschland ein Flüchtlingsheim brennt. Und ich will Ihnen mal sagen, Sie sind auch verantwortlich für sowas. Ja. Es gibt hier Steckbriefe, zum Beispiel dieses hier mit meinem Kopf drauf, wo Sie Steckbriefe für demokratische Politiker machen. Das macht Ihre Jugendorganisation. Vergleichbares hier, Ihr baden-württembergische Partei im Wahlkampf. Steckbriefe gegen demokratische Politiker, wo Sie die bezichtigen, an Mordfans sind zum Abschluss freigegeben mit Pistolen drauf. Sowas macht Ihre Partei, das verantworten Sie. Parteien, die sowas machen, richten unser Land zugrunde und die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Und Sie können ganz sicher sein, diese 152 Jahre alte Sozialdemokratie, die wirklich genug Erfahrung mit Demokratiefeinden hat, die erkennt die und die bekämpft sie. Und da schüchtern Sie niemanden ein und da ist Ihr freundliches Gesicht in der Talkshow das eine. Aber die Realität ist das andere und die wird hier angesprochen. Und bei den Inhalten Ihrer Partei waren wir noch gar nicht. Warum sind nur 3% der Frauen zum Beispiel dafür, Sie zu wählen, 17% der Männer? Weil die zum Beispiel mit Gleichstellung nichts am Hut haben. Sie haben ein Frauenbild von vorgestern und vieles andere mehr, was man hier hat. Verstehen Sie, wenn wir darüber reden, wie Sie mit anderen Parteien umgehen, wie Sie ausgrenzen, wie Sie ohne Grund Vorwürfe von Rassisten aus einer Feindlichkeit erheben, halten Sie für bessere Demokraten? Ich glaube, Sie sind ein echt armes Geschöpf, also, wenn Sie nicht erkennen, dass nur die Diskussion über Inhalte uns dazu bringen kann, das Land voranzubringen. Insofern, wir müssen schon darauf antworten. Sie müssen bitte aber auch auf das eingehen, was der Herr Stegner jetzt gerade an Zetteln hier hat. Ja, wissen Sie, was wir an Steckbriefen von Linksextremisten erleben, die... In Osteuropa, das ist das Modell der illiberalen Demokratie. Orban hat das sozusagen sich richtig auf die Fahnen geheftet, der ungarische Ministerpräsident. Ich glaube, dass das ist genau das, was Sie wollen. Sie wollen im Prinzip, übrigens genauso wie Ihre Partei in der Schweiz, Sie wollen mit zum Totlachen. Das ist wahnsinnig lustig. Ich glaube Ihnen sofort, dass Sie das lustig finden. Das ist aber nicht lustig. Denn wir haben in Westeuropa nach dem Krieg ein liberales, demokratisches System entwickelt und Leute wie Sie untergraben das, und zwar mitten in der Demokratie. Und das macht Sie so besonders verachtungsvoll, um es ganz klar zu sagen. Also Herr Augstein, so geht das nicht. Ich glaube, ein großer Fehler, der in unserem Land immer wieder gemacht wird, hier wird rechts immer mit rechtsextrem gleichgesetzt. Was ist eigentlich falsch an rechts? Sie haben eben, und das ist eine Unverschämtheit. Sie haben gerade Frau Petri gesagt, jetzt sind Sie dran, jetzt bin ich mal dran, Herr Augstein. Ja. Also Sie haben gerade eben die SVP in den gleichen Eimer getan wie die AfD. Oh ja. Ich kenne beide Parteien ganz gut. Ich kenne übrigens auch eine Menge andere populistische Parteien im Europäischen Parlament. Ja, und ich kann Ihnen eins sagen, ich nehme mal jetzt die Partei von Madame Le Pen. Nach meiner festen Überzeugung und Beobachtung, wenn die SVP im Europäischen Parlament wäre, wäre sie dort nicht drin. Dann wäre sie zusammen mit Alpha und den britischen Konservativen in der ECR-Fraktion. Sein Generalsekretär ist wegen Rassismus gerade verurteilt worden. Jetzt halten Sie sich doch mal bitte an das Rezept, was Sie gerade verschrieben haben. Unterbrechen nicht dauernd. Ja. Wenn aber, und die AfD, die neue AfD, die AfD, seitdem wir raus sind, und Sie haben mir eine Menge Beispiele gebracht, ich könnte eine Menge dazu beitragen, würde es aber nicht. Die würde auch in diesen Eimer gehören. Nicht diese Partei. Okay, da, über die SVP reden wir. Das ist noch ein wichtiger Punkt, weil das geht jetzt nicht über die SVP. Danke. Ich finde, das ist eben eine ganz gefährliche Strategie, die Sie hier fahren, Herr Augstein. Und jetzt nicht auf die Schweiz bezogen, sondern ganz generell. Sie sind eben eine Person, ich lese ja Ihre Artikel und das, was Sie schreiben. Und Sie sind eine Person, die eben nicht über Themen sprechen will, wie zum Beispiel Migrations-
Debakel in Europa, das sind Sorgen, die sich Millionen von Menschen in Europa heute machen. Wir haben Probleme institutioneller Art. Muss ich, Herr Gabriel, ergänzen, dass wir mit Herrn Augstein gerade über diese Themen... Nee, weil das nicht stimmt, was Sie sagen. Also wir haben auch mit Herrn Augstein über diese Themen hier so oft debattiert, dass man nicht ihm vorwerfen kann, dass er sich damit nicht auseinandersetzt. Ich suche, dass Sie jetzt da noch beispringen als Anwältin, das ist schon gut. Nein, ich sage einen folgenden Punkt. Faktische Beobachtung. Ich beobachte das einfach, vielleicht tue ich Ihnen ja Unrecht in dieser Hinsicht, aber mir fällt einfach auf, dass Sie in Ihren Kolumnen öffentlichen Auftritten, sobald jemand Probleme anspricht, die jetzt nicht Ihrem, ich sage jetzt im weitesten Sinn, salonlinken Weltverständnis entsprechen, ist das ein Rechtsextremer. Und da muss ich einfach unterstreichen, Leute wie Sie, die diese Meinungsäußerung pauschal in die rechtsextreme Ecke stellen, Sie schüren den Rechtsextremismus. Wir haben in der Schweiz eine sehr offene, demokratische Diskussion. In der Schweiz brennen keine Asylheime. Wir sprechen das an, aber in Deutschland brennen Asylheime, weil Leute wie Sie diese Themen kriminalisieren, tabuisieren, Stigmatisierung, das ist ein Riesenproblem. Ja, Sie kennen diesen Fall gar nicht. Ihr Generalsekretär ist wegen Rassismus in der Schweiz verurteilt. Herr Augstein, lassen Sie uns über Themen Deutschland reden. Wir lassen uns nach dem Einzelnen, weil dann ist in der Opferrolle und immer wenn Sie dann sagen, aber Sie sind doch recht, Sie sind rassistisch, haben Sie ein Problem. Pass auf, Frau Petri ist doch eine hochintelligente Frau, die ist doch nicht blöd, die glaubt es doch selber nicht, was sie sagt, sondern sie weiß doch, dass es hier, sie macht eine Show. Sie geht raus und macht sozusagen, sie ist der demokratische Arm sozusagen der Leute, die in den Straßen die Ausländer jagen und die diese Heime anzünden. Das ist sozusagen genau das Problem und das ist auch das Gefährliche daran. Deshalb unterschätze ich Sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich nehme Sie sehr, sehr ernst. Ich glaube, dass Sie ganz kurz, Sie sind jetzt gerade gar nicht dran. Sie sind nicht dran. Sie sind wirklich nicht dran. Hallo, Sie sind einfach nicht dran. Sie sind einfach nicht dran. Okay. Das heißt, ich nehme Sie sehr, sehr ernst und ich glaube, dass Sie tatsächlich das erste Mal wirklich eine parlamentarische Bedrohung unserer Demokratie haben. Damit sind wir übrigens in Deutschland nicht alleine. Warum? Diese Idee, dass man Demokratie hat, Leute können zwar wählen dann aber Parteien, die Demokratie im Grunde aushebeln. Das sehen wir in Osteuropa, das ist das Modell der illiberalen Demokratie. Orban hat das sozusagen sich richtig auf die Fahnen geheftet, der ungarische Ministerpräsident. Ich glaube, dass das ist genau das, was Sie wollen. Sie wollen im Prinzip übrigens genauso wie Ihre Partei in der Schweiz, Sie wollen mit zum Totlachen. Das ist wahnsinnig lustig. Ich glaube Ihnen sofort, dass Sie das lustig finden. Das ist aber nicht lustig. Denn wir haben in Westeuropa nach dem Krieg ein liberales, demokratisches System entwickelt. Und Leute wie Sie untergraben das, und zwar mit der Demokratie. Und das macht Sie so besonders verachtungsvoll, um es ganz klar zu sagen. Also Herr Augstein, so geht das nicht. Ich glaube, ein großer Fehler, der in unserem Land immer wieder gemacht wird, hier wird rechts immer mit rechtsextrem gleichgesetzt. Was ist eigentlich falsch an rechts? Sie haben eben, und das ist eine Unverschämtheit. Konservativ und reaktionär ist nicht das Gleiche. Rechts und rechtsextrem. Sie haben gerade Frau Petri gesagt, jetzt sind Sie dran, jetzt bin ich mal dran, Herr Augstein. Also, Sie haben gerade eben die SVP in den gleichen Eimer getan wie die AfD. Oh ja. Ich kenne beide Parteien ganz gut. Ich kenne übrigens auch eine Menge andere populistische Parteien im Europäischen Parlament. Ja, und ich kann Ihnen eins sagen, ich nehme mal jetzt die Partei von Madame Le Pen. Nach meiner festen Überzeugung und Beobachtung, wenn die SVP im Europäischen Parlament wäre, wäre sie dort nicht drin. Dann wäre sie zusammen mit Alpha und den britischen Konservativen in der ECR-Fraktion. Sein Generalsekretär ist wegen Rassismus gerade verurteilt worden. Jetzt halten Sie sich doch mal bitte an das Rezept, was Sie gerade verschrieben haben. Unterbrechen nicht dauernd. Wenn aber, und die AfD, die neue AfD, die AfD, seitdem wir raus sind, und Sie haben mir eine Menge Beispiele gebracht, ich könnte eine Menge dazu beitragen, würde es aber nicht. Die würde auch in diesen Eimer gehören. Nicht diese Partei. Okay, über die SVP reden wir. Das ist noch ein wichtiger Punkt, weil das geht jetzt nicht über die SVP. Danke. Ich finde, das ist eben eine ganz gefährliche Strategie, die Sie hier fahren, Herr Augstein. Und jetzt nicht auf die Schweiz bezogen, sondern ganz generell. Sie sind eben eine Person, ich lese ja Ihre Artikel und das, was Sie schreiben. Und Sie sind eine Person, die eben nicht über Themen sprechen will, wie zum Beispiel Migrationsdebakel in Europa. Das sind Sorgen, die sich Millionen von Menschen in Europa heute machen. Wir haben Probleme institutioneller Art. Muss ich, Herr Gabriel, ergänzen, dass wir mit Herrn Augstein gerade über diese Themen... Nee, weil das nicht stimmt, was Sie sagen. Also wir haben auch mit Herrn Augstein über diese Themen hier so oft debattiert, dass man nicht ihm vorwerfen kann, dass er sich damit nicht auseinandersetzt. Ich suche, dass Sie jetzt da noch beispringen als Anwältin. Ich nehme Sie ja das macht, weil es ein individuelles Prüfrecht gibt in Deutschland. Das erfolgt nach rechtsstaatlichen Methoden. Wir wollen den Rechtsstaat verteidigen. Auch in einer Situation, die, fraglos Herr Henkel, schwierig ist, weil wir wenig europäische Solidarität haben, weil wir große Schwierigkeiten haben damit, dass internationale Probleme nicht leicht zu lösen sind. Aber deswegen schaffen wir das individuelle Prüfrecht für Asyl nicht ab. Das ist eine humanitäre Grundfrage. Und da können Sie dagegen hetzen, so viel Sie wollen von der AfD. Das werden wir nicht tun. Sie können zwischen Hetzen und Kritik unterscheiden. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern. Und diese Sozialdemokratie wird nicht mitmachen. Herr Stichner, ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Die moralische Supermacht Schweden macht genau das. Und wussten Sie, dass die deutschen Grenzbeamten zurzeit in Österreich Flüchtlinge zurückschicken? Nämlich die, die sagen, dass wir nach Schweden wollen. Aber lassen Sie mich auf den zweiten Punkt aufmerksam machen. Ich habe gerade die neuesten Zahlen von der Europäischen Kommission heute Morgen bekommen. 72,3% der Flüchtlinge sind junge Männer.
So, und jetzt kann man natürlich sagen, was ist das für ein komisches Problem? Ich möchte mal auf einen ganz anderen Punkt aufmerksam machen. Wenn junge Männer ihre Frauen, ihre Töchter, ihre Mütter verlassen, um meist aus ökonomischen Gründen nach Deutschland zu kommen, dann lassen sie die im Stich. Und das sind genau diese Frauen, Mütter und Töchter, die in diesen Ländern am meisten dem Risiko ausgesetzt sind. Wir, deswegen ist unser Vorschlag übrigens, hat das, lassen Sie mich das nochmal sagen. So, und die Baden-Württembergische, in Baden-Württemberg gibt es ein Programm, die holen ganz gezielt Frauen und Mädchen zurück, die Boko Haram gekidnappt hat, die IS gekidnappt hat, traumatisierte, vergewaltigte, verletzte Frauen und bringen sie nach Deutschland. Unser Vorschlag ist, nachdem wir diese atmende Grenze haben, die man übrigens immer dann auffüllen kann, wenn man auch, wie Sie fordern, Flüchtlinge zurückschickt, dann holen wir uns diesen Personenkreis, der die Hilfe braucht. Und nicht diese jungen Männer, die, ich will es jetzt mal ganz platt sagen, sehr oft ihre Frauen im Stich lassen. Schicken wir die denn dann wieder zurück? Dazu müssen Sie noch ergänzen. Die sind ja da, das haben Sie ja gerade selber gesagt. Schickt man die dann zurück und wenn ja, wie? Aber ich zitiere den Innenminister korrekt, ungefähr die Hälfte dieser jungen Männer, die zurzeit in Deutschland sind, haben auf lange Sicht kein Bleiberecht. Die werden zurückgeschickt. So, darf ich dem Argument mal widersprechen? Bitte. Zum einen ist es ganz normal, dass wir bei Menschen, die der Genfer Flüchtlingskonvention unterliegen, die dadurch geschützt sind, dass wir da über Kontingente reden, damit wir das Schlepperunwesen beseitigen können, dass man also Menschen holen kann. Das verlangt aber eine Einigung, zum Beispiel in Europa, es verlangt eine Einigung mit der Türkei, was die Außengrenzen angeht. Das ist schwierig hinzukriegen. Die Behauptung, die meisten jungen Männer, die hier sein, kämen aus wirtschaftlichen Gründen, ist wirklich großer Unsinn. Es kommen, wenn man im Augenblick mal anguckt, die meisten Flüchtlinge aus Ländern, die meisten Flüchtlinge kommen aus Ländern wie Syrien, sie kommen aus Eritrea, sie kommen aus Irak. Es kommt kaum noch jemand aus den Balkanstaaten, selbst aus den Maghreb-Staaten, also Tunesien, Algerien, Marokko, sind nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz, sondern die meisten kommen aus Kriegsgebieten. Sie müssen also so oder so aufgenommen werden, entweder weil sie politisch verfolgt sind oder aber weil sie Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben, die Deutschland übrigens auch unterschrieben hat. Und das gilt in einem Rechtsstaat und alles andere sind Hirngespinste. Und das Problem ist, die Bevölkerung ist wirklich verunsichert. Das ist die Schwierigkeit. Damit haben wir ja auch Probleme, weil sie sagen, schaffen wir das. Aber wir können denen nicht mit Antworten kommen, wie sie extreme Parteien geben können, die nichts mit unserer Verfassung zu tun haben, ja, die kein einziges Problem haben. Das ist nicht demokratiefeindlich. Ist in Deutschland aufzuräumen, gibt es eine ganze Menge. Die AfD ist nicht demokratiefeindlich. Und noch einmal, der Kurs der Partei wird vom Bundesvorstand bestimmt. Und ich möchte vielleicht doch mal eins in Erinnerung rufen. Ich möchte mich an dieser Sache, wie gesagt, nicht so beteiligen. Warum? Aber es ist eigentlich alles schon gesagt über die AfD, über die neue AfD. Es war mal eine andere AfD. Aber da Sie gerade hier über Herrn Höcke gesprochen haben, muss ich doch in Erinnerung rufen, dass der Vorstand noch unter Herrn Lucke beschlossen hat, gegen ihn ein Parteiordnungsverfahren anzustrengen. Das Erste, was Frau Petri gemacht hat, als sie diesen Job übernommen hatte, dieses Verfahren niederzuschlagen. Ich glaube, das sagt alles. Ich glaube, wir können uns jetzt auf andere Themen beschränken. Nee, da hängen Sie bei der Wahrheit bleiben. Es stimmt einfach nicht, was Sie sagen. Und das wissen Sie ganz genau. Frau, deswegen, vielleicht Frau Petri, muss man sorgenserregend dazu stehen, wenn alle lügen, nur man selbst sagt, die Wahrheit, Frau. Nein, Herr Petri, Stegner, da muss man sich mal ärztlichen Rat holen, wenn man das überhandelt. Ja, es ist eine ernste Debatte und ich möchte sie gerne auch ernst nehmen. Und deswegen, Herr Henkel, wenn Sie mir das erlauben, wir können gerne auch nachher, und das werden wir auch tun, über den Rechtsruck, den Linksruck und auch über die Sache reden. Aber ein großer Teil in dieser Sendung beschäftigt sich schon mit der Frage, weil es viele vielleicht nicht verstehen, wie recht diese Partei ist. Wenn Sie mir erlauben, das zu zitieren, was Sie einmal gesagt haben über die AfD, dann kommen wir vielleicht dahin, ob das nun wirklich Einzelfälle sind oder ob es ein System gibt, das die AfD nach rechts getragen hat. Was heißt denn das eigentlich? Sie haben das gemerkt persönlich, Herr Henkel. Ja, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also als wir merkten, dass diese Partei systematisch unterwandert wurde und als immer mehr Führungspersönlichkeiten aus diesem rechtsextremen Kreis kamen, habe ich versucht, auch parteiintern einzugreifen, teilweise auch parteiöffentlich und auch öffentlich. Und da ist mir eine unglaubliche Wutwelle entgegengebrandet. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Dabei haben Sie doch mit linksextremen Angriffen viel Erfahrung. Ich bin ja wirklich viel gewöhnt. Ich hatte auch schon mal Personenschutz zur RAF und bin auch von der SPD alles Mögliche gewöhnt, auch von Helmut Kohl und so weiter. Aber das war besonders. Wo ist der Unterschied in der Qualität? Das würde mich interessieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In dem Vorstand von der AfD in Berlin, das war kurz bevor ich dann ausgetreten bin, gab es ein Vorstandsmitglied, das also auf Facebook gepostet hat, jetzt sind genug der Worte gewechselt, jetzt müssen Taten folgen. Das hat mich dann dazu gebracht, doch nochmal bei der Polizei nachzufragen, ob das eine Aussage ist, die mir Sorge macht. Wobei ich sagen muss, es gibt hier nicht nur Gewaltandrohungen von rechts, sie gibt es auch von links. Übrigens auch gegenüber der AfD. Und das ist beides völlig inakzeptabel. Wir sollten bei so einer Diskussion
Ich weiß, Sie reden jetzt über die AfD. Nicht immer nur über die Rechtsextremen reden. Wir sollten mal auch über die Linksextremen reden. Unbedingt. Machen Sie gerne. Trotzdem möchte ich gerne einmal nur ganz kurz Fragen so gerne stellen. Darf bitte. Ich auch? Gern, bitte. Oder nicht? Doch, hat 2011 hat er gesagt, haben Sie gesagt, haben Sie gesagt, so eine Parteigründung, das wäre ein Himmelfahrtskommando, weil da hat man ganz schnell die braunen Gesellen im Saal. Das habe ich nicht so gesagt. Nein, ich habe damals immer gesagt, dass und dann ich... Und jetzt sagen, jetzt tun Sie so, als wären Sie was erstaunt, was dabei rausgekommen ist. Nein, Moment mal, Herr Augstein. Also jetzt verwechseln Sie mal Ursache und Wirkung nicht. Einzugreifen, teilweise auch parteiöffentlich und auch öffentlich. Und da ist mir eine unglaubliche Wutwelle entgegengebrannt. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Dabei haben Sie doch mit linksextremen Angriffen viel Erfahrung. Ich bin ja wirklich viel gewöhnt. Nicht? Als ich hatte auch schon mal Personenschutz zur Zeit zur RAF und bin auch von der SPD alles Mögliche gewöhnt, auch von Helmut Kohl und so weiter. Aber das war besonders. Wo ist der Unterschied in der Qualität? Das würde mich interessieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In dem Vorstand von der AfD in Berlin, das war kurz bevor ich dann ausgetreten bin, gab es ein Vorstandsmitglied, das also auf Facebook gepostet hat, jetzt sind genug der Worte gewechselt, jetzt müssen Taten folgen. Mhm. Das hat mich dann dazu gebracht, doch noch mal bei der Polizei nachzufragen, ob das eine Aussage ist, die mir Sorge macht. Wobei ich sagen muss, es gibt hier nicht nur Gewaltandrohungen von rechts, sie gibt es auch von links. Übrigens auch gegenüber der AfD. Und das ist beides völlig inakzeptabel. Wir sollten bei so einer Diskussion, ich weiß, Sie reden jetzt über die AfD, nicht immer nur über die Rechtsextremen reden, wir sollten mal auch über die Linksextremen reden. Unbedingt. Wir haben das beides. Trotzdem möchte ich gerne einmal nur ganz kurz Fragen so gerne stellen. Darf bitte. Ich auch? Gern, bitte. Oder nicht? Doch, hat 2011 hat er gesagt, haben Sie gesagt, haben Sie gesagt, so eine Parteigründung, das wäre ein Himmelfahrtskommando, weil da hat man ganz schnell die braunen Gesellen im Saal. Das habe ich nicht so gesagt. Nein, ich habe damals immer gesagt, Und jetzt sagen, jetzt tun Sie so, als wären Sie erstaunt, was dabei rausgekommen ist. Nein, Moment mal, Herr Augstein, also jetzt verwechseln Sie mal Ursache und Wirkung nicht. Als diese Partei gegründet wurde, war es aus der Sicht der Medien eine Professorenpartei und eine Ein-Themen-Partei. Mit einem eurokritischen Thema, genau. Sie hat sich angeblich ja nur um den Euro gekümmert. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Dann haben diese Parteien gemerkt, dass sie in diesen Talkshows, und insofern waren die Talkshows schon wichtig, gegen Leute wie Stabatti, Lucke und meine Wenigkeit bei den Argumenten nicht mehr mithalten konnten. Wissen Sie, was sie gemacht haben? Die haben das gemacht, was Parteien in Deutschland machen, wenn Konkurrenz aufkommt. Sie haben sie in die rechte Ecke geschoben. Wir wurden von Anfang an als eine rechtspopulistische Partei bezeichnet, zu einer Zeit, wo wir es noch nicht waren. Also, lassen Sie mich das mit dem Punkt mal machen. Ausgehen, ja. Das haben die Medien aufgegriffen. Und dann hatte, ja, so war es. Und dann hatten wir, damals war es nicht so. Doch, es war schon. Es war, ach, das, jetzt wollen Sie nur Recht gehabt haben. Jetzt lassen Sie das mal machen. Sie können die europäische Partei, den Punkt noch mal machen. Sie können schon immer für Arbeitslosigkeit in Deutschland Euro abschaffen. Hör mal zu. Es sind 6.000 Leute aus dieser Partei mit Lucke und mir ausgetreten. Die Zahlen stimmen leider auch nicht. Ja, dann sind es vielleicht 5.000 gewesen. Die genauen Zahlen weiß ich nicht. Aber Sie können sich vorstellen, welche Art von Personen danach wieder eingetreten sind. Was mich interessiert, diese Partei hat sich dramatisch verändert. Heute hat der ehemalige Ministerpräsident Teufel ein wunderbares Interview dazu gegeben. Und er hat es verglichen mit dem Einzug der Republikaner in den baden-württembergischen Landtag. Die hatten damals 10% bekommen. Darf ich einmal das zusammenfassen? Ich wollte es einmal zusammenfassen. Sie sagen, Sie haben vorher etwas gesagt, dass die sind unterwandert worden von den Rechten. Das heißt also, es haben sich da in diese Parteikräfte hineinbegeben, ob sie die jetzt am Anfang gesehen haben oder nicht, das ist auch schon ein Punkt, ist die eine Sache. Aber Sie sagen, die ist heute rechts unterwandert. Hieße aber, dass sie Probleme nicht erst heute macht, sondern bereits seit Jahren. Und dass Grenzschließungen nur ein Aspekt sind, dass wir eine Gesetzesänderung brauchen, dass wir ja auch möglicherweise eine Aussetzung von Artikel 16a brauchen, um ein Gesamtpaket zu erhalten. Denn wir haben ein falsches Anreizsystem. Beim Thema Grenzen würde ich Sie gerne mal auf etwas aufmerksam machen. Genau. Wir haben nämlich Außengrenzen der EU und wir haben Binnengrenzen. Und diese Binnengrenzen der Europäischen Union, Schengener Abkommen, sagt, dass wir Freizügigkeit in Europa haben. Das ist übrigens der Grund, warum wir solchen Wohlstand haben, weil wir diese Freizügigkeit in Deutschland haben. Wenn wir jetzt die Grenzen schließen würden, abgesehen davon, dass man erklären muss, wie das gehen soll ohne Gewalt, bei hunderten Kilometer grüner Grenze, die wir haben, ist das doch ein buchstäbliches Massenarbeitsplatzvernichtungsprogramm für Europa. Sondergleichen, das sagen wir uns auch Wirtschaftsvertreter seriöse, dass das so ist. Das heißt, es geht nicht, es ist nicht human, es ist gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gerichtet, es ist richtiger Unsinn. Und deswegen muss man zwischen Außengrenzen und zwischen Binnengrenzen der Europäischen Union unterscheiden. Dann tun Sie das mal in Sorgen, dass die Binnengrenzen dann nicht genauso kontrolliert werden. Es ist nicht mehr möglich, darüber eine Debatte zu führen, die offensichtlich debattieren. Aber mit Ideologen wie Herrn Stegner müssen wir erst mit den Fakten zurückkommen, bevor wir Lösungen finden können. Das ist mit Ihnen sehr schwierig. Dankeschön. Ich würde gerne einen Einschub machen, dann können wir alle noch mal uns überlegen, ob wir dem anderen erst zuhören und dann auch das Argument, auch wenn es einem sehr nicht gefällt, möglicherweise, das gilt ja für alle Seiten, dann doch noch mal hören. Ich würde gerne eines noch machen, weil die Frage tatsächlich, warum die AfD so stark geworden ist, möglicherweise etwas damit zu tun hat, mit welchem Thema sie sich verbunden hat. Wie ist sie stark geworden? Wann ist sie stark geworden? Ich möchte ganz kurz einen Blick darauf werfen.
Ein Fachmann haben wir jetzt, bei uns, der sich mit Zahlen auseinandersetzt. Reinhard Schlinkert von Infratest DIMAG. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Herr Schlinkert, die Fieberkurve haben wir ganz kurz gesehen. Tatsächlich die AfD im Moment bei 10%. Man sieht aber auch, das ist Januar 2015, das ist Januar 2016, dass sie eben im Sommer letzten Jahres ganz unten war. Das war die Streitphase der Partei. Wie ist es gekommen, dass sie jetzt so rasant nach oben gegangen ist? Das war vielleicht weniger die Streitphase der Partei als der Zeitpunkt, als das Thema, was damals die AfD-Wähler bewegte, nämlich Euro und Griechenland, anfing in den Hintergrund zu treten. Ja. Und wir haben heute eine völlig andere Meinung bei den Wählern, die die AfD wählen, nämlich wie damals die eine überwiegende Meinung Euro und Griechenland war, ist jetzt Zuwanderer und Flüchtlinge. Und das hat dazu geführt, dass die AfD in den Umfragen, wohlgemerkt Umfragen, bei 10% bei uns gelandet ist. Ist das denn das Maximum, dass Sie glauben, dass eine Partei wie die AfD erreichen kann? Weil Kollegen gibt es auch, die sehen die schon auch 10 plus X. Auf jeden Fall ist sie nah an der drittstärksten Kraft in Deutschland. Als Meinungsforscher habe ich eins gelernt. Wir machen Umfragen, Untersuchungen, gucken uns die Zahlen an und die Ergebnisse. Aber spekulieren hilft relativ wenig. Das kann nach oben gehen, kann nach unten gehen. Das wäre auch unseriös. Das sind Umfragen, die wir im Moment haben. Und wir wissen selbst, dass uns jetzt immer so etwa ein Drittel der Wähler sagen, ich weiß sowieso nicht, ob ich wählen gehe, was ich wählen gehe. Und sehr viele entscheiden sich aber erst in den letzten Tagen vor der Wahl. Da würde ich vorsichtig sein. Gut, aber was Sie erforscht haben, ist, wer wählt die AfD, Männer oder Frauen? Klar, wir haben uns etwa 10.000 Interviews genommen. Da muss man auch mal sagen, dass es nicht so eine Tausender-Studie ist, wo meistens die Umfragen darauf beruhen, damit man auch statistisch eine gesicherte Basis hat. Und Sie sehen selbst, das Verhältnis Männlein zu Weiblein ist ungefähr 3/4 zu 1/4. Und das ist schon auffällig gewesen. Das war bei der Bundestagswahl noch anders. Da war das Kräfteverhältnis bei Männlein und Weiblein, Männern und Frauen. Ist fehlgeleitet. Sehen Sie so? Und Sie, ja, das ist selbstverständlich nicht nur ich. Es sehen auch zum Beispiel die drei ehemaligen Bundesverfassungsrichter so, die das der Bundesregierung vorwerfen, haben, dass sie genau sogar gegen die Verfassung verstößt. Ja. Und ich sehe inzwischen, ich sehe es ja im Europäischen Parlament, da bin ich Abgeordneter, ich sehe es, dass alle, ausnahmslos alle, nur noch mit dem Kopf schütteln über Deutschland. Mhm. Also man muss auch in Deutschland über die fehlgeleitete Flüchtlingspolitik reden können, ohne gleich wieder in die rechtspopulistische Ecke gestellt zu werden. Moment, das ist die Methode Stichner. Die Methode Petri ist, das haben Sie ja alle berichtet, ich weiß nicht, ob das so ernst gemeint war, hier ist ja diese Knarre da an der Grenze schon öfter erwähnt worden, die ist auch falsch. Wir haben eine andere Position. Nicht? Wir sind der Meinung, dass man tatsächlich eine Obergrenze braucht. Ja. Aber diese Obergrenze sollen die Kommunen festlegen. Nicht? Das hat ja inzwischen Frau Klöckner aufgegriffen. Nicht? Das kommt von uns. Also jede Kommune sagt, sodass, wie viel können sie aufnehmen. Die Summe, lassen Sie mich das noch machen. Ja. Die Summe der Aufnahmefähigkeit der Kommunen ist praktisch faktisch die Gesamtsumme Deutschlands. Mhm. So, und das ist so ähnlich wie in der Schweiz. Das ist ein basisdemokratisches System. Dann beschließt jede Kommune, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen können und nicht Frau Merkel von oben. Das Zweite, was wir sagen... Wollen wir den mal diskutieren mit diesem Punkt? Nee, Herr Henkel, sonst gehen zu viele Punkte zusammen. Lassen Sie uns einmal einen Punkt bitte, weil sonst kommen viele zusammen. Obergrenze, also die Kommunen sollen das bestimmen. Lassen Sie uns über Lösungen reden. Das ist jetzt eine Lösung, die kommt von Herrn Henkel. Finden Sie die denn gut? Nein, die funktioniert nicht. Wir haben mit unserer Verfassung das individuelle Prüfrecht. Und das bedeutet, dass alle Vorschläge, Pauschale, Deckel, Obergrenzen an der Grenze zurückweisen, wirklich nicht gehen. Und wir verteidigen dieses Asylrecht. Ein Produkt übrigens des Dritten Reiches und der Nazis, dass wir das geändert haben in unserer Verfassung, dass wir das nicht wollen. Und ich widerspreche ausdrücklich jedem. Herr Scheuer von der CSU macht das leider auch. Der einfach sagt, man kann die Leute an der Grenze zurückweisen. Das kann man nicht. Deutschland kann das nicht. Was wir machen könnten, ist, wir könnten die Verfahren deutlich beschleunigen. Das ginge viel schneller. Warum können wir die Leute nicht an der Grenze zurückweisen, Herr Scheuer? Weil es ein individuelles Prüfrecht gibt in Deutschland. Das erfolgt nach rechtsstaatlichen Methoden. Wir wollen den Rechtsstaat verteidigen. Auch in der Situation, die fraglos, Herr Henkel, schwierig ist, weil wir wenig europäische Solidarität haben, weil wir große Schwierigkeiten haben damit, dass internationale Probleme nicht leicht zu lösen sind. Aber deswegen schaffen wir das individuelle Prüfrecht für Asyl nicht. Aber das ist eine humanitäre Grundfrage. Und da können Sie dagegen hetzen, so viel Sie wollen von der AfD. Das werden wir nicht tun. Sie können zwischen Hetzen und Kritik unterscheiden. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern. Und diese Sozialdemokratie wird nicht mitmachen. Herr Stichner, ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Die moralische Supermacht Schweden macht genau das. Und wussten Sie, dass die deutschen Grenzbeamten zurzeit in Österreich Flüchtlinge zurückschicken? Nämlich die, die sagen, dass wir nach Schweden wollen. Aber lassen Sie mich auf den zweiten Punkt aufmerksam machen. Ich habe gerade die neuesten Zahlen von der Europäischen Kommission heute Morgen bekommen. 72,3% der Flüchtlinge sind junge Männer. So, und jetzt kann man natürlich sagen, was ist das für ein komisches Problem. Ich möchte mal auf einen ganz anderen Punkt aufmerksam machen. Wenn junge Männer ihre Frauen, ihre Töchter, ihre Mütter verlassen, um meist aus ökonomischen Gründen nach Deutschland zu kommen, dann lassen Sie die im Stich. Und das sind genau diese Frauen, Mütter und Töchter, die in diesen Ländern am meisten dem Risiko ausgesetzt sind. Deswegen ist unser Vorschlag, übrigens hat das... Lassen Sie mich das nochmal sagen. Finde ich auch. So, und die Baden-Württembergische